Sinn Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Willkommen beim Cine Entertainment Talk und wie jedes Jahr freuen wir uns natürlich drauf, wieder auf das Jahr zurückzublicken, nochmal über alles, was wir gesehen haben, generell unseren Eindruck vom Jahr, war es ein gutes, war es ein schlechtes und natürlich haben wir wieder Mitstreiter on the board, wie der Franzose sagt. Und wen haben wir denn so alle? Meldet euch mal, so wie in der Schule, so klein mit Fingerchen, wer ist denn dabei? Hallo, hier ist Klein Florian. Hallo, kleiner Florian, wie geht's dir denn so? Ach, mir geht's gut, ja. Ich freue mich aufs neue Jahr. Nein, mir geht's gut, Tom. Hallo, Jungs. Hallo, liebe Hörer. Hi, Leute. Ich freue mich auch dabei zu sein. Hab dieses Jahr unglaublich viele Filme gesehen, sozusagen die ganze Zeit auf diesen Jahresrückblick vorbereitet und bin froh, dass das Jahr jetzt rum ist. Eigentlich auch gar nicht aus Eigeninteresse, richtig? Du willst einfach nur hierfür gut gewappnet sein. Ich habe für diesen Jahresrückblick gelebt dieses Jahr. Sehr gut, sehr gut. Ja, ein Servus aus München und wenn ich mir das Kinojahr so anschaue, würde ich ja sagen, du hast für den Jahresrückblick gelitten. Ey, tatsächlich, auf die Frage wollte ich kommen, gar nicht so weit ausholen. Einfach mal bitte ein, zwei in kurzen Sätzen. Wie war denn euer Kinojahr? Und ey, da raschelt einer gerade richtig. Bitte aufpassen. Wie war denn für euch das Kinojahr 2019? Das war der Kurt Raschel, oder? Nicht, gar nicht mal so schlecht. Okay, fange ich ganz kurz an. Ich habe ähnlich stark gelebt wie Micha für das Jahr, aber vor allem auch durch Streaming. Da war ich auch dankbar und ich fand auch hier waren eigentlich die Perlen des Jahres zu finden, großteils. Deswegen war es für mich auch insgesamt ein sehr gutes Jahr mit einem überraschend breit gefächerten Portfolio für mich. Viele Hörer wissen ja, ich bin Schauwerte gesteuert und geschwängert und deswegen schaue ich auch viele Filme in Genres an, wie Action, Sci-Fi, Horror. Aber dieses Jahr habe ich dann doch auch ein Beziehungsdrama mal geguckt oder ein Scorsese-Mafia-Politstreifen oder eben auch Eddie Murphy als Rudy Ray Moore. Also, ich habe es ja schon angedeutet. Ich empfand das Filmjahr eher als ein schwaches Filmjahr, was vielleicht auch liegt, dass der ein oder andere Film, auf den ich mich doch sehr gefreut habe, mich eher enttäuscht hat. Was mich überrascht hat, ist tatsächlich auch, was so über Streaming für Sachen teilweise kam, wo wirklich sehr, sehr gut sind. Zwei Streaming-Filme unter meinen Top 10, hätte ich nicht gedacht. Ich würde wahrscheinlich altersmilde. Generell muss ich aber sagen, gibt es ein paar Genres, die mich langsam müde machen einfach, die mich auch ein bisschen langweilen. Da gehört für mich zum Beispiel wirklich das Superhelden-Genre auch dazu, was jetzt langsam wirklich sehr zäh wird. Also so wirklich was, wo ich euch sage, da schaue ich 2019 drauf zurück und sage, absolutes Meisterwerk. One in a Million, schwierig. Vielleicht meine beiden Top 1, Top 2 Filme ein bisschen, aber ich bin mal gespannt, wie ich das so nach 2-3 Jahren sehen wird. Ich habe es ja angedeutet, ich habe wirklich insgesamt so über 80 Filme dieses Jahr jetzt gesehen. Streaming, Kino und so weiter. Und habe jetzt in den letzten 2 Tagen mal so geguckt. Jetzt werden ja immer so Top 10 und Top 30 Listen durch die Gegend geballert. Und teilweise waren da Top 10 bei, da habe ich dann überhaupt keinen Film von gesehen. Da habe ich auch irgendwie das Gefühl, das ganze Jahr verpasst zu haben. Für mich kam das Jahr unglaublich durchschnittlich vor. Also es gibt schon so in meiner Top 10, würde ich jetzt schon sagen, da sind so ein paar geile Filme bei, die ich bestimmt auch schon häufiger geguckt habe und mir angucken werde. Was ich krass fand, ist, dass wirklich so genauso wenig Filme gab es, die ich richtig schlecht fand. Also da ist so ein richtiger fetter Batzen Filme dabei, die ich wahrscheinlich vergessen werde nach diesem Jahresrückblick und die ich nur okay fand und so. Also es war so ein bisschen mit angezogener Bremse dieses Jahr. Ich hätte mir gerne Cats angeschaut. Ich glaube, der muss echt finster sein. Da, ich bin mal gespannt. Also in erster Linie bin ich bei den zwei Herren mit in der Überzahl jetzt. Und ich muss auch sagen, dass ich im Kinojahr 2019 eher enttäuscht wurde, weil alle Filme, die man denn doch irgendwie einzeln sehr geil fand, sind auch gleichzeitig diskutabel. Es waren wenige von diesen Filmen bei, wo man von vorne nach hinten ohne Diskussion sagt, ey, das Ding ist ein Brett. Und dass ich da eher denn das Gefühl habe, dass ich meine guten Filme irgendwie filmhistorisch finde. Filme, die ich geguckt habe, jetzt, keine Ahnung, aus der Schwarz-Weiß-Zeit, wo ich meine Aha-Erlebnisse habe und umso weniger in der Neuzeit, weil man dann doch mitkriegt, wie viel da wieder gekaut wird und ein bisschen Enttäuschung muss ich 2019 schon attestieren. Deswegen, wir werden es jetzt so starten, dass wir uns von Woche zu Woche tingeln, probieren, dass wir zeitlich immer mit jedem Monat gleich viel Zeit schenken und damit wir auch gar keine Zeit verlieren, fangen wir mal gleich an mit dem Januar und zwar mit dem 3. Januar, da fing alles an. Ihr habt die Listen vor euch, ihr könnt auch gerne reinwerfen, ich werde nicht jeden Film benennen, sondern jeden Film, der ansatzweise vielleicht generell für die Filmlandschaft ein bisschen Bedeutung hatte oder für einen persönlich. Von daher würde ich sagen, ist gleich in der ersten Woche
Genre für mich eigentlich nichts bei. Ich wollte die Frau des Nobelpreisträgers, wollte ich eigentlich gucken mit Glenn Close und Jonathan Pryce. Hab mir auch öfter den Trailer angeguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne. Das hat mich dann doch nicht weiter interessiert. Und habt ihr da irgendwas gesehen? Nein. Sound of the Nine. Ja, super, ne? So geht doch wahnsinnig schnell, Leute. Keiner Feuerwehrmann Sam gesehen. Tatsächlich nicht. Ansonsten, ich glaube Colette, ne? Colette hat irgendwie so ein bisschen von sich reden gemacht, aber. Ja, das ist aber auch so der 100. Film mit Keira Knightley in schönen Kostümen, so. Das juckt einen auch irgendwann nicht mehr. Das ist schon ein eigenes Genre, ne? Ja. Von mir aus, da können wir auch gleich zur nächsten Woche rüberschießen. Und zwar habe ich da gleich den ersten gesehen. Da sind jetzt generell mehrere bei, wo auch Flo, glaube ich, ein bisschen was erzählen kann. Den einzigen, den ich gesehen habe, ist tatsächlich die deutsche Komödie Kalte Füße mit Heiner Lauterbach, wo da in der zugeschneiten Eishütte sich jemand als Pfleger für Heiner Lauterbach ausgibt und der will eigentlich da nur was draus stehlen und dann, ja, so eine Verwechslungskomödie, die tatsächlich gar nicht mal so unsympathisch ist. Ich fand die ganz toll. Aber auch gerade erst von einer halben Stunde mich daran erinnert, dass ich den ja auch gesehen habe und musste erst mal nachgucken. Habe ich da überhaupt bei Letterboxd sowas geschrieben oder habe ich nur den Trailer so oft gesehen? Spricht nicht gerade für den Film. Da kam dann noch Polaroid. Also ganz ehrlich, Polaroid, ne? Hat ihn irgendeinen interessiert? Ich habe nur schlechte Kritiken gelesen. Die Idee soll ganz nett sein. Ja. Ich habe von Kevin gehört, dass er nicht so gut ist. Der hatte mal erwähnt, er hatte dann Screener vom Verleih bekommen und war recht enttäuscht. Hatte, glaube ich, für die X-Rated was geschrieben. Und er ist ja ein Genre-Fan und wenn er sagt, das war ein, ja, ich sag mal, ein dehnloser Rotz, dann gehe ich doch wieder zur Digitalkamera, ne? Genau, also die Grundidee war ja irgendwie, dass mit so einer Polaroid-Kamera alles, was aufgenommen wird, quasi stirbt oder wie man mit dem Bild umgeht. Und da soll die einzige Szene, die in Erinnerung bleibt, da probiert einer, das Foto zu zerreißen, genau in der Mitte von einer Person und die zerreißt halt auch in der Mitte. So, das soll aber auch nur irgendwie 1-2 Sekunden gehen und das Einzige, worüber die Leute irgendwie noch reden, alles andere ist vergessen. Aber jetzt kommt ja dein Lieblingsfilm überhaupt, nicht nur 2019, sondern in einer ganzen Dekade. Florian, ich weiß von dir, du hast Robin Hood geguckt. Ja, warte, ich muss schnell die Feder in mein Haar tun. Nee, auf meinen Hut, ne? Das war ja der Indianer. Ja, und die Fanfaren erklingen lassen. Ja, erzähl genau. Mir, oder falls ihr noch wer gesehen hat, erzählt uns von Robin Hood. Ja, Robin Hood, also ich packe den langen Bogen aus, die 500. Verfilmung und diesmal besonders hip. Im Vorfeld waren die Kritiken katastrophal und leider, Leute, ich habe ihn angeschaut und die Verrisse waren alle berechtigt. Für mich echt ein dahingerotzter, liebloser Mist. Klassisches Style over Substance, also sehr, sehr auf die Optik Wert gelegt. Aber ich finde, dadurch so einen aalglatten Look hat diese Robin Hood-Geschichte ohne Atmosphäre. Ich bin zwar Taron Egerton Fan. Wir reden ja bestimmt noch heute über ihn. Er hat ja doch einen Film, der deutlich besser ist. Aber insgesamt war ich sehr, sehr enttäuscht. Null sehenswert, nicht ausleihen. Vielleicht auf Prime, glaube ich, ist er eh umsonst. Also da könnte man einen Blick riskieren. Aber ansonsten, wie die Trailer auch einfach pseudo-coole Scheiße. Ich habe ja tatsächlich ein wenig Angst. Ich bin ja großer Fan von der Halo-Spielereihe. Und tatsächlich übernimmt der Regisseur dieses Machwerks, das ist der Herr Otto Bathurst, der übernimmt die Regie beim Halo-Film, der gerade in Planung ist. Und das macht mir ein wenig Angst, weil da braucht man epische Bilder, epische Schlachten und das muss man inszenieren können. Und ich hatte mich eigentlich gefreut, weil Robin Hood ist eigentlich das richtige Material, um vielleicht vorzulegen, um zu zeigen, okay, du hast hier eine Heldensaga, du hast hier Szenen, die Kampfszenen, du kannst mit Kostümen umgehen, du kannst mit derlei Szenen generell umgehen. Aber mal gucken, dann kann er auch Halo danach machen. Ich weiß nicht, warum sie ihm geradezu jetzt das Ding gegeben, weil ich habe Robin Hood noch nicht gesehen. Vielleicht finde ich den ja super geil. Aber wirklich, ich kenne nicht eine Person, die diesen Film sympathisch findet, gut findet, der kriegt nur die Fresse voll. Und ich finde ja schon den Trailer ganz, ganz, nee, einfach so dickes Nein. Das ist, sag ich mal, im Trailer die schlechte Version von Assassin's Creed vom Film. Das heißt schon was. Ja, so würde ich auch den Look einschätzen. Also ist gut vergleichbar ich mit Assassin's Creed. Aber ich glaube, Micha, du bist ja ein Fan vom Film. Oh, nee. Ich habe ihn mal verteidigt, weil ich generell gerade jetzt dieses Jahr und letztes Jahr immer der Meinung bin, ich habe echt viele Filme gesehen, trotz Trailern, die ich richtig beschissen fand. Und da haben mich dann doch im Nachhinein echt viele Filme noch positiv überrascht, im Sinne dessen, dass die nicht komplett daneben waren. Aber da zähle ich Robin Hood jetzt nicht unbedingt zu. Okay. Also, ich wollte gerade noch sagen, ein Regisseur ist auch nur so gut wie der Drehbuchautor, aber ich glaube, auch die waren komplett unbekannt und werden es wahrscheinlich auf ewig bleiben.
Also ich fand den kann man sich halt echt angucken, wenn man so gar keine Lust hat, irgendwie vor die Tür zu gehen und keine Freunde hat und so, dann kann man sich den zwischendurch mal geben, aber das war's dann auch. Oh Gott. Oh, das macht es depressiv. Oh, ich habe keine Freunde, ich will nicht vor die Tür, ich guck mir Robin Hood an, Alter. Deswegen kommt er auch Anfang Januar, also deswegen kam der auch Anfang Januar. Okay, kein Film, den ich angucken muss und ich werde ihn auch nicht anschauen. Oha, so, dann können wir gleich eine Woche weiter. Da ist auch wieder ein Film, bei dem ich, zwei habe ich gesehen. Erwähnenswert wäre, da können wir auf jeden Fall, denke ich mal, alle ein bisschen was zu sagen, zu Glass, Abschluss der Trilogie von M. Night Shyamalan. Und Manhattan Queen ist rausgekommen mit Jennifer Lopez. Die hat es tatsächlich nochmal probiert, so eine aalglatte New Yorker Hipster-Komödie rauszubringen, von der sie schon 1000 weitere gemacht hatte. Und es kam raus der Spitzenkandidat von Jason Reitman. Daher interessant, dass Hugh Jackman die Hauptrolle spielt. J.K. Simmons spielt mit. Und Jason Reitman macht ja jetzt demnächst den Ghostbusters, den neuen. Und ansonsten vom Namen her noch, würde ich erwähnen, kam Fahrenheit 11.9 raus von Michael Moore. Habe ich auch noch nicht gesehen. Wollt ihr über irgendeinen davon reden? Ja, also Fahrenheit habe ich zumindest gesehen. Ich fand, er hat wieder zu den besseren Moore-Sachen gehört. Psycho und der, wo davor war, die fand ich beide nicht so gut. Und bei Fahrenheit nimmt er Donald Trump oder beziehungsweise wie Donald Trump gewählt werden kann halt aufs Ziel. Es ist halt wieder üblichen Mischung aus Polemik, Naivität, spitzes Nachfragen und natürlich schon tendenziös ein bisschen das Ganze. Aber wer sich so den amerikanischen Wahnsinn, anders kann man es nicht mehr echt nehmen, interessiert, dem kann ich es wirklich ans Herz legen, auch wenn Moore im Film ab und zu mal abdriftet, aber ist auf alle Fälle eine der sehenswerteren Dokumentationen von ihm. Wenn auch nicht so stark wie Bowling for Columbine. Ja, unterschreibe ich so. Ich habe mir den auch angeguckt und wenn man Michael Moore kennt und das so ein bisschen einschätzen kann, wie er so seine Filme macht, dann weiß man ja, was einen erwartet. Also, dass der jetzt nicht 100% neutral ist, der Mann, ist ja auch klar. Aber ich fand, der Film hat schon sehr gut dargestellt, so diese Idiotie innerhalb der amerikanischen politischen Systeme und Sozialsysteme und so. Der ist auf jeden Fall echt ganz interessant gemacht. Wird Michael Moore noch ernst genommen? Er hat schon seine feste Fanbase, würde ich sagen, aber nicht mehr so stark wie jetzt mit Bowling for Columbine, glaube ich einfach. Weil dazu hat er sich auch ein bisschen, war vieles im Nachhinein dann doch ein bisschen entlarven, wie tendenziös er halt vieles dann doch dargestellt hat. Okay, will ich auch sehen. Daher auch die Frage, ob ich den noch ernst nehmen kann, weil bei mir war es tatsächlich ein sehr großer Bruch. Nach seiner Hochzeit hatte man so gedacht, ey, da ist jemand von uns, der bringt die Wahrheit ans Licht, so mit all seinen Mitteln. Dann kam er auf einmal, ja, wie viel da gefaked ist, wie viel er inszeniert hat. Und ab dem Moment konnte ich mir seine Filme nicht mehr angucken, weil ich mir bei jedem Shot gedacht habe, ey, vielleicht ist es ein Schauspieler, vielleicht hat er den 2 Stunden gedrängt, bis diese Aussage kam. Für mich komplett hinfällig, seine Filme, auch wenn natürlich die Daten an sich der Wahrheit entsprechen, aber nee. Das ist so, das grenzt für mich schon manchmal so an Fake News. Ist Mario Barth der deutsche Michael Moore? Der deckt auch auf, ja? Aber ich sag mal so, eine Platzverschwendung ist Michael Moore nicht. Also Michael Moore ist schon, also man darf nicht vergessen, hinter dem, also da ist ein hochintelligenter Mann dahinter. Der ist hochintelligent und natürlich kann man es ihm vorwerfen, dass er manches zuspitzt, aber auch da zeigt mir eine Dokumentation, wo dies nicht der Fall ist. Die meisten Dokumentationen sind ab einem bestimmten Punkt irgendwo inszeniert. Ich finde es halt auch wichtig, dass es in Amerika durchaus auch noch große Gegenstimmen gibt, wenn man sich einfach anschaut, was da teilweise für eine Entwicklung ist, die wirklich auch erschreckend ist. Und von da, also er ist besser wieder als in den Sachen, die er danach gebracht hat. Von daher, ich würde ihn auf alle Fälle empfehlen zum Anschauen. Auch wenn er nicht in meinen Top 10 ist. Werde ich dann auch anschauen. Ich schätze Michael Moore sehr auch. Bowling for Columbine war auch einer der ganz großen Filme damals. Aber mir geht's ähnlich wie in Tom, so nach den Bekanntgaben der ein oder anderen gefakten Aussage habe ich dann auch ein bisschen das Interesse verloren. Er ist auch ein bisschen zu sehr zum Lautsprecher geworden in den letzten Dokus. Aber ich werde ihm eine Chance geben. Also jetzt, wo ihr gemeint habt, der ist wieder auf dem richtigen Weg, werde ich auf jeden Fall Fahrenheit anschauen. Cool, bevor wir zu Glass kommen, über den wir bestimmt 1-2 Sätze nochmal verlieren, möchte ich zum Spitzenkandidat kommen. Mit Hugh Jackman in der Hauptrolle, dreht sich ja um Gary Hart, der fast Präsident geworden wäre und durch eigene Verfehlungen, aber auch in der Öffentlichkeit und so, es dann nicht geschafft hat. Quasi der Druck, wie so ein Rockstar, der war am Anfang eigentlich super sympathisch, mega bei der Sache und der konnte dem Druck nicht standhalten. Und hat mich am Anfang gar nicht so interessiert, eigentlich dann nur wegen Hugh Jackman und wie erwähnt Reitman. Eigentlich nur tatsächlich wegen ihm, weil der Herr Ghostbusters macht und das Vermächtnis von seinem Vater übernimmt. Und weil ich halt gucken wollte, okay, kann ich mich darauf verlassen, dass das Ding gut wird?
Denn gesehen hatte ich von ihm bisher nur Thank You for Smoking, den ich sehr geil finde, und Juno, der zu seiner Zeit auch einfach ein wunderbares Hipsterwerk war und ist. Aber danach kam dann für mich nicht mehr allzu viel. Also Up in the Air fand ich nicht so doll. Tully habe ich ausgemacht und ich muss auch sagen, der Spitzenkandidat. Sehr dröge, sehr entschleunigt im Sinne von auch langweilig inszeniert. Und weiß ich nicht, bei der Vorlage mit einem Hugh Jackman einen Film zu inszenieren, der eher so, der ist so egal. Also weiß ich nicht, ich habe so ein bisschen Angst, dass er Ghostbusters nicht so richtig hinkriegt. Kurze Meinung dazu. Also ich finde, im Januar, Februar, da muss man in Europa und in Deutschland immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Filmen, die da so kommen, weil das ist ja auch Oscar-Saison, Pre und After. Und dann kommt ja immer noch viel so von so Preisverleihungen rübergeschwappt und dann ist da eben auch viel Crap drin, der es letztendlich überhaupt nicht geschafft hat, irgendwie irgendwelche Preise abzusagen, sondern die, wo du aber merkst, dass die in der Entstehung, allein schon bei dem Cast und was weiß ich, dass die eigentlich mal mehr wollten und dass die irgendwie so halbherzig nur zusammengekleistert wurden. Also da Colette zähle ich auch dazu oder auch, ich glaube sogar in derselben Woche jetzt Maria Stewart, Königin von Schottland und so ein Crap. Da kommen dann immer so Sachen bei raus, da denkt man sich so, oh geil, eigentlich passt das ja alles ganz gut zusammen. Vielleicht wollten die mit dem Film auch nur den Jason Reitman für die nächsten Jahre so ein bisschen Podest verleihen, damit er so langsam da reinkommt. Ich sage mal, überall wo J.K. Simmons in einer Nebenrolle auftaucht, der Film versucht schon immer irgendwie sympathisch zu sein. Ja. Und Spitzenkandidat, ich mag alle Beteiligten daran, aber der hat mich so gelangweilt. Geh ich mit. Irgendeiner von euch gesehen? Nein. Auch ein Nein von mir. Alles klar, dann ein, zwei Sätzchen zu Glass. Ja, ich denke, da sind alle scharf drauf. Ich hatte ja im Vorfeld ein paar Monate davor die Ehre gehabt, M. Night Shyamalan zu treffen, wie viele weitere Blogger, Kritiker und Presseleute. Da hat er den Anfang der ersten 20 Minuten von Glass gezeigt und war für ein Frage-Antwort-Spiel bereit. War sehr, sehr interessant, sehr sympathischer Mann in dem Bezug. Ich hatte ja einiges Negatives auch von ihm gehört, aber das kann ich jetzt nicht bestätigen. Dort war er wirklich sehr sympathisch, sehr cool, sehr straight auch und habe mich deswegen auf Glass riesig gefreut. Bin großer Fan von Unbreakable, fand Split großartig. Muss sagen, am Ende war ich eben von dem dritten Teil einer Trilogie, von der wir nie was wussten vorher, war sie immer schon geplant oder nicht, ein wenig enttäuscht. Das heißt jetzt nicht, dass der Film schlecht ist. Ich finde, der beginnt ziemlich stark und der hat auch an sich eine sehr interessante Idee und ich finde auch den Bezug auf das aktuelle Superheldenkino sehr gelungen. Aber das Ganze wird dann halt mit voranschreitender Laufzeit inhaltlich immer fauler und konstruierter, was mich dann gestört hat. Aber ich möchte sagen, trotzdem ist Glass dem aktuellen Standard-Blockbuster-Kino immer noch um einiges überlegen, da er einfach wesentlich mutiger ist, ja, in dem, was er aufgreift und selbstreflektierter zu Werke geht als viele anderen Produktionen. Deswegen würde ich schon ja eine Sehempfehlung aussprechen am Ende. Sehe ich genauso. Also die Reihe, die nie eine war wahrscheinlich. Ich mochte die Vorgängerfilme auch. Unbreakable aber vor allen Dingen Split. Das war für mich in dem Jahr tatsächlich auch ein Jahreshighlight, weil James McAvoy sich da auch so die Seele aus dem Leib spielt. Und wenn man Split mochte, dann kann man Glass schon gar nicht komplett scheiße finden, meiner Meinung nach, weil er auch da so relativ den Film trägt, sage ich mal. Ob man das jetzt wollte oder nicht, sei dahingestellt. Ich sehe das aber schon wie Flo, dass am Ende da doch wieder so Shyamalan-typisch zu viel gewollt wurde. Man hätte das jetzt halt echt geil abschließen können, stattdessen haut man da nochmal so zwei, drei Twists rein, die völlig unnötig waren. Hat dem Film am Ende so, ja, das ist ja das Problem mit Twists, die kommen immer am Ende und so bleibt der fade Beigeschmack. Aber insgesamt fand ich halt auch, dass Glass wenigstens einer von diesen vermeintlichen Blockbustern ist, die halt nicht so nach 0815-Schema gehen, wo du schon vorm Kauf der Eintrittskarte weißt, was dich erwartet. Insofern ist das für mich ein Jahreshighlight mit Anführungszeichen, so, wenn man so will. Sollte man sich auf jeden Fall angeguckt haben, wenn man die anderen beiden Filme gesehen hat oder auch so affin für Shyamalan-Filme ist. Man sollte aber aufs Ende gefasst sein. Ja, also ich muss sagen, was er nicht kann, ist wirklich Enden inszenieren. Also der Showdown war für mich ein schlechter Witz. Was mich am meisten gestört hat, ist, dass Glass ja eigentlich so eine geerdete Form dieses ganzen Superhelden-Kosmoses sein will. Und zum Ende hin hatte ich das Gefühl, ey, gib dem Film noch ein, zwei weitere Teile und wir sind auch da angekommen, wo irgendwelche Leute fliegen und mit Laseraugen rumschießen.
Und das habe ich genau nicht gesucht. Und zusätzlich muss ich sagen, das habe ich, Zitat, das habe ich in irgendeiner anderen Kritik gelesen, vielleicht auch von euch Jungs, selbst wenn Bruce Willis eine Tür aufmacht, wirkt er 10-mal gelangweilter als jeder andere Schauspieler. Ja. Also der Wahnsinn, wie dieser Mensch Arbeitsverweigerung neu definiert. Also ich, die Hoffnung hatte ich ja bei Glass. Ich, ey, der weiß, der kommt ins Kino, da muss er Charakter ein bisschen zeigen. Der Typ will nicht mehr. Also kannst mir sagen, was du willst. Auch wenn er in Interviews jetzt hier und da auch in neueren sehr sympathisch und agil und eigentlich super drauf, aber der will nicht mehr arbeiten. Kannst mir sagen, was du willst. Da kann kommen, was will. Da könnte jetzt das sechste Element kommen. Der hat keinen Bock mehr. Multipass ist bei ihm aus. Die Frage ist, muss er noch arbeiten? Ne? Also ich schließe mich euch im Großen und Ganzen an. Ich muss sagen, ich mag schon allein sowieso nicht so sehr. Ich fand auch schon The Sixth Sense nie so den Hammerfilm. Unbreakable fand ich noch ganz okay. Also Split hat mir wieder recht gut gefallen, aber der aus den genannten Gründen, die ihr genannt habt, fand ich dann auch eher dann schwächer. Ich ziehe halt für Chamberlain meinen Hut ein bisschen davor, dass er halt trotz allem meist ja halt immer noch selbst inszeniert. Ja. Da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, weil nach Split, soweit ich das weiß, ist er ja tatsächlich Big Need worden, weil es war ein ziemlicher Erfolg, nachdem er mit, was war es nochmal, die Legende von Ang, da ist es so auf die Nase gefallen. Ja. Naja, und hier sein, wie Happy, heißt der Happy. Mit Will Smith? Nee, Happy. Nee, mit Will Smith, After Earth. Ah, der war auch schlimm, ja. The Happening auch ganz groß. Ja, also waren wirklich ein paar schlimme Sachen. Aber den kann man sich anschauen. Aber ich würde nicht so weit gehen und eine Sehempfehlung aussprechen. Also zum Abschluss einer Trilogie, die wahrscheinlich nie eine Trilogie war, ja, kann man sich schon anschauen. Aber ansonsten für sich allein gestellt, nee, muss nicht sein. Ja. Dann können wir auch schon weiter. Manhattan Queen mit Jennifer Lopez hatte tatsächlich wieder relativ Erfolg, was ich bis heute nicht verstehe. Aber gehen wir gleich weiter. Und da kommen, oh Gott, die Woche ist jetzt prädestiniert für mein Gefühl der Enttäuschung, was das ganze Jahr angeht. Ah, da war einer zumindest geil. Also, es kam raus und gesehen habe ich The Favorite, Ralf Reicht 2, Creed 2, Unglaublichen Abenteuer von Bella und Schindlers Liste kam nochmal quasi als Rewatch ins Kino. Okay, jetzt sagst du mir nicht, dass wegen Schindlers Liste es ja so enttäuschend ist, weil du den jetzt gesehen hast. Ey, reden wir nicht drüber, aber Schindlers Liste, ich liebe Spielberg. Schindlers Liste habe ich jetzt dieses Jahr das 5. Mal probiert anzugucken. Diesmal habe ich es auch länger ausgehalten, ich glaube eine Stunde. Ich muss das Ding ausmachen, es tut mir leid, ich finde das Ding gähnend langweilig. Berührt mich nicht, komplett gar nicht. Gucke ich mir an, denk mir, war das vielleicht schockierender, als er rauskam? Das sind alles Bilder, das sind Geschichten, die habe ich zigtausendmal in Büchern oder anderen Filmen auch gesehen. Natürlich ist es handwerklich gut gemacht, aber... Naja, vor allem, es gab halt zu dem Zeitpunkt keinen Film in der Größe, der das Thema so wirklich in dieser Größe auf eine Leinwand gebracht hat. Sehr wichtiger Film. War, John, das kann schon ein bisschen was mit der Zeit zu tun haben. Ich habe den im Kino gesehen. Also, ich war selten im Kino, muss ich echt sagen, bei dem du wirklich die Leute, du hättest eine Stecknadel fallen hören und die Leute auch wirklich betroffen aus dem Kino gegangen sind. Ich habe ja damals auch diese Debatte verfolgt, dass es im Vorfeld einen riesen Aufreger gab, dass ein Herr Spielberg sich an so einen schwierigen Film setzt, aber ich muss wirklich sagen, für mich gehört der Film zum Besten, was in diesem Bereich gedreht worden ist. Das ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich nie verstanden habe. Ich finde gerade Spielberg mit seinem Background, wer hätte es denn besser machen können? Also ganz ehrlich, ich sag dir, irgendwann gucke ich den Film und finde ihn richtig geil. Was ich gut finde, ist, dass sowas auch wieder aufgeführt wird mal. Weil ja, so ein Film wirkt einfach anders nochmal auf einer Leinwand. Ich glaube ein bisschen, dass auch das Problem, inzwischen hat man halt den Film, bist ja ein bisschen jünger als Flo und ich, der läuft halt alle halbe Jahr mal im Fernsehen. Du hast ihn in der Schule angeschaut und so. Da ist halt schon so ein bisschen auch ein Overkill irgendwo drin. Ja, kommen wir zu The Favorite. Auch wieder ein Film, den ich in einer Stunde ausgemacht habe. Ich fand ihn großartig, aber ich mag auch den Regisseur total. Yorgos Lanthimos, New Greek Wave. Anders kann man es nicht sagen. Und ich finde, wenn man seine Sachen davor gesehen hat, wie Lobster, Killing of Sacred Deer oder Dogtooth, ist der dann doch erschreckend, in Anführungszeichen, mainstreamig. Und er geht auch ein bisschen weg davon, in den ganzen Filmen davor kamen die Menschen relativ künstlich rüber, sehr emotionslos. Und das kannst du über den Film halt nicht sagen. Also er inszeniert es wirklich auch als ein Kostümfilm mit viel Geschrei, laut und so weiter. Handwerklich fand ich den wirklich auch sehr, sehr gut gemacht. Hätte es bei mir auch fast unter die Top 10 geschafft.
Also Killing of a Sacred Deer fand ich auch großartig. Und ich muss auch sagen, Lanthimos ist immer jemand, den hast du auf dem Schirm. Deswegen Lobster musste ich damals leider nach einer halben Stunde ausmachen, aber den will ich seitdem unbedingt weitergucken. Von daher hatte ich gehofft, vielleicht wird das mein neuer Lieblingsregisseur. Aber Favorite fand ich dann einfach so, vielleicht hat mir da wirklich dieses Kantige gefehlt, was er sonst hat. Ich fand den ganz schön, wie du schon meintest, für seine Verhältnisse ganz schön glatt poliert. Ja, es war halt die erste Berührung, die er wirklich so mit einer großen, fast schon Hollywood-Establishment, wenn man so ein bisschen möchte. Aber ich finde, er hat immer noch seinen eigenen Ton drin gehabt. Also ich mochte ihn auf alle Fälle. Ist auf jeden Fall ein Film des abseitigen Geschmacks. Und wer die teilnahmenden Mädels mal in anderen Rollen sehen will, der kann da mal zuschlagen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu einem, den ihr bestimmt alle auch gesehen habt, zu Ralf Reichs 2 bei uns mit dem sehr eklig deutschen Titel. Einfach nur Chaos im Netz. Chaos im Netz habe ich gesehen. Ich mochte den ersten oder mag den ersten sehr, sehr gerne. Und ich fand auch den zweiten ganz gut. Also ich war gut bedient mit der Fortsetzung vom dynamischen Duo Venelope und Ralf, die diesmal durchs Netz reisen sozusagen. Und der Film bietet wieder tolle, gelungene Anspielungen aufs Internet, auf die Popkultur allgemein. Na, man sieht dann auch Star Wars-Figuren und so weiter hin und her. Und also mir macht der Spaß. Man muss schon, finde ich, so ein bisschen so einen Hang zum Gaming haben, dass sich ja vor allem auch diese Arcade Herkunft dann für einen richtig öffnet, aber hey, der war unterhaltsam, kurzweilig und ich habe mich großartig unterhalten gefühlt. Ich fand den jetzt kein Meisterwerk, aber einen guten Film. Also ich fand ihn okay, mehr aber auch tatsächlich nicht. Ich bin aber auch schon mit dem ersten nicht ganz so warm geworden, muss ich ganz offen sagen. Aber hey, er war besser als Emoji the Movie. Also von daher war mein Anspruch schon ziemlich niedrig. Ey, mein Morgenschiss ist besser als Emoji. Oh, der war ganz schlimm. Das war so Fremdschema auf ganz hohem Level. Ja, war's. Oh, das war schrecklich. Ey, ich sag nur, Patrick Stewart spricht im Original den Kacke-Emoji. Ja. Micha, du, hast du den gesehen? Chaos? Chaos im Netz? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich fand den ersten tatsächlich ganz cool. Mich damals auch unterhalten. Aber weil Kali das auch am Anfang erwähnte, es gibt so bestimmte, ja, Genre würde ich das jetzt nicht nennen, aber so bestimmte Sachen, die mich auch mittlerweile echt müde machen. Und dazu gehören tatsächlich auch Animationsfilme. Vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass ich noch kein Vater bin und nix, aber im Moment habe ich da null Bock drauf. Dann mach mal hin, ja, da trainier mal, dass du... Ja, ich gebe mir ja auf jeden Kontinenten die Mühe. Halleluja. Nein, aber zu dem Nebentitel, ganz kurz, da ist dieses Jahr auch wieder richtig viel Geist, aber ist ja ein Jahresrückblick, ne, und ich habe mich auch vorbereitet auf heute. Da kommen noch richtig geile deutsche Filmtitel später, ich freue mich schon richtig drauf. Ja, ich muss mich nur dran erinnern. Ich glaube, ich werde meinen Standardsatz hier auch wieder bringen können, habe ich leider ausgemacht. Ne? Ich habe nicht mehr die Zeit, mir Mittelmäßiges anzugucken, aber was mich einfach nicht mehr interessiert. Und wie Micha schon sagte, Animationsfilme sind bei mir auch der Grund der Übersättigung auf jeden Fall. Und ich habe da nicht mehr so Lust drauf. Und Chaos im Netz war mir auch irgendwie so ein bisschen zu klischeehaft, zu, weiß ich nicht, da fehlt auch die Sympathie aus dem ersten Teil so ein bisschen. Ich fand Videospiele irgendwie ein bisschen interessant, auch integriert als Konzept. Und dann im zweiten Teil war es auf einmal hahaha, eBay. Haha. Nee, war irgendwie, der Witz war weg. Du bist schon eine traurige Gestalt, sag ich dir. Ich dachte dir, ey. Ich würde heute öfter kommen, ja. Das ist mein depressives Jahr 2019, ey. Hör mir auf. Aber weil du interessante Untertitel oder wir interessante Untertitel erwähnen, ne? Rocky's Legacy war ja auch wieder unterwegs mit Creed 2. Ne? Da können wir gleich zu kommen. Soll ich ihn kurz vorstellen? Ich als Stallone-Fan, Leute, ich habe mich riesig gefreut. Bin sofort ins Kino mit meiner Gang oder mit meinen Kumpels halt, mit denen ich schon Rocky 4 damals auf VHS angeschaut habe. Und wir waren nicht ganz so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn gut, der macht schon Spaß, aber der macht schon einige Dinge gegenüber dem Vorgänger Creed 1 falsch, finde ich. Es fehlt ihm die Eigenständigkeit, er bietet sich immer mehr an Rocky an. Ja, deswegen auch die Dragos werden eingefügt, Dolph Lundgren ist zu sehen. Die sind zwar wirklich als Gegenpart toll und interessanter als Creed selbst, aber trotzdem fand ich das dann doch eher so Schema F. Also klar, die Besetzung ist gut, Stallone ist trotzdem ziemlich im Hintergrund mittlerweile. Gibt ja so Gerüchte, dass es auch Querelen gab während der Dreharbeiten und Stallone da gar nicht zufrieden war. Es wurden ja auch ein paar Szenen nicht verwendet. Im finalen Film zum Beispiel, dass eben Sly und Dolph Lundgren auch miteinander fighten, kurz am Flughafen. Das wird nicht gezeigt, aber insgesamt finde ich, den Film kann man auf jeden Fall anschauen, wenn man Rocky-Fan ist, aber ich bräuchte jetzt keinen dritten Teil mehr und würde mich mehr über einen Drago-Spin-Off freuen. Ja, gehe ich komplett mit. Ja, schließe ich mich an. Also fand ich auch ja so okay angeschaut.
Next, please. Also den kann man komplett gut weggucken, aber wenn man hört, dass Dolph Lundgren als Drago wieder dabei ist, erwarte ich verkackte Epik. Ey, das ist für uns, für Leute, die mit den Filmen aufgewachsen sind, mit Rocky IV im Speziellen, ist das, größer geht's halt nicht. Es ist wie, als wenn Gladiator zurückkommt in Teil 2. Da will man einfach was geboten bekommen. Und hier, man guckt den und bekommt halt, ja, weiß nicht, so Rocky, also noch nicht mal Rocky 3. Ja, aber immerhin haben sie noch die, wie hieß sie? Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen ausgegraben. Stimmt, ja. Also, fand ich gut. Fand ich auch gut. Also, aber ich finde halt den Creed-Charakter einfach nicht gerade. Also, uncharismatisch ist ja, so. Total. Also es war schon im ersten Teil so, dass ich gesagt habe, ey, ich wünsche ihm nicht unbedingt den Sieg. So, und da habe ich schon gemerkt, das wird schwierig, obwohl Michael B. Jordan ja eigentlich ein ziemlich cooler Typ ist. Aber naja, so ist es halt. Und ich will einen Teil 3, weil die müssen den zweiten so ein bisschen relativieren. So, dann habe ich bloß noch die unglaublichen Abenteuer von Bella gesehen, auch ausgemacht. Oh Mann, Leute, der Spruch tut mir jetzt schon so leid. Hundeabenteuer, wo man die Gedanken des Hundes so hört und wo sie oft ganz süß machen. Wer sowas gucken will, sowas gerne guckt, viel Spaß. Weiter geht's. Ja, was soll der Quatsch? So, jetzt kommen allerdings, merken wir, jetzt kommen langsam ein paar Filme, über die wir auch reden können. Green Book kam raus. War das ein deutscher Film, Mia und der Weiße Löwe? Der hat ziemlich viel Marketing abbekommen. Ich glaube, das ist ein französischer Film gewesen. Ja, unser eins interessiert sich einen Scheiß dafür. Kleines Mädchen in der Savanne mit einem Löwen, der groß wird. Herzlichen Glückwunsch. Plötzlich Familie mit Mark Wahlberg. The Mule mit Clint Eastwood. Aber fangen wir mit was Gutem an. Plötzlich Familie. Fand ich überraschend dramatisch, gut, witzig, Tränen wegdrückerisch. Und Rose Byrne ist einfach ein verdammtes Schnuckel. So, ihr seid dran. Gehe ich mit bei allem, was du gesagt hast. Ich habe den auch geguckt. Das ist auch schon wieder so ein richtig beschissener deutscher Filmtitel. So Plötzlich Familie. Ich weiß nicht, wie viel Plötzlich wir schon haben in der deutschen Kinolandschaft. So Plötzlich Lehrer, Plötzlich Mutter, Plötzlich Vater, Plötzlich Arbeitslos. Keine Ahnung. Ich finde den Titel so nichtssagend. Und das wird dem Film eigentlich nicht gerecht, weil der ist eigentlich, das ist halt klar, so eine Familienkomödie. Und Oscar-würdig ist der jetzt auch nicht. Aber es geht ja um so eine Patchwork-Familie und so eine zusammenadoptierte Familie. Und ich finde, dass die Probleme, die damit so einhergehen, dass sie erstmal in eine Komödie packen, muss man erstmal können. Und gerade die Kinderdarsteller, vor allen Dingen die ältere von den dreien, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, weil der auch ständig wechselt. Ich weiß nicht, ob die Eltern ständig heiraten oder so, aber auf jeden Fall das Mädel, die spielt das auch richtig gut. Also so für Teenager-Alter finde ich es immer unglaublich schwierig, die eigene Generation auch richtig authentisch rüberzubringen. Und das macht sie meiner Meinung nach ziemlich cool. Ich mochte den Film richtig gut, war einer der positiven Überraschungen dieses Jahr für mich tatsächlich. Naja, weil er vor allem auch die Drama-Aspekte ernsthaft anpackt. Also er macht nicht so eine Slapstick-Komödie à la Ferrelli-Brüder daraus, sondern ich finde, der hat einen herzhaften Humor, also der immer darauf beruht, dass halt Erwachsene überfordert sind, ohne dass sie dabei, ich bin auf einer Bananenschale ausgerutscht, der kleine Junge bewirft mich mit Torte. Also so ein Scheiß ist halt nicht bei. Und ich fand ihn sehr, sehr angenehm. Und ja, auch ist halt so ein Feel-Good-Movie mit Verstand einfach. Genau. Und ich konnte am Ende, ich habe ein Tränchen verdrückt. So, obwohl mir Kinder in Filmen scheißegal sind. Ja, fand ich gut. Sehr überraschend. Denn wo ich gerade bei Ferrelli war, kommen wir doch zu Oscar-Anwärter Green Book. Denn schießt mal los. Ja, ist für mich in der Top 3. Also wenn man wirklich nach den Kinostarts geht, dann ist der für mich mit Abstand einer der am schönsten geschriebenen Geschichten. Und klar, die Message dahinter ist jetzt vielleicht nicht die neueste, aber ich finde das Duo Viggo Mortensen und Mr. Ali, die haben so eine geile Chemie. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt und das muss man erstmal schaffen in einem Film, in dem es eigentlich die ganze Zeit nur im Auto hin und her geht und so ein bisschen Rassismus-Thema. Also wenn man ihn ganz, ganz oberflächlich zusammenfassen will, dann kann man das. Der hat mich trotzdem berührt, der hat mich unterhalten. Ich fand den Humor super. Keine Ahnung, ich habe auch ewig gebraucht, mir den mal anzugucken. Ich habe mir den auch nicht im Kino angeguckt zu dem Zeitpunkt, weil ich so dachte, oh, nach Moonlight, jetzt kommt Green Book und Beale Street und so weiter. Also wer mich ja politisch auch ein bisschen einordnen kann, eigentlich sind das so Themen, die mich eigentlich mega interessieren sollten. Aber bei Filmen denke ich mir immer so, oh, jetzt kommt dieser moralische Finger zum 100. Mal und vor allen Dingen von Hollywood aus und oh, nee. Aber bei dem bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Also hat lange gedauert dieses Jahr, bis da echt noch Filme kamen, die mich noch mehr berührt oder unterhalten haben als Green Book. Da gehe ich mit. Also es ist einer meiner Top 5 Filme des Jahres. Ich finde den auch großartig. Ganz großes Kino. Ich finde vor allem erwähnenswert, dass der sehr, sehr gefällig inszeniert ist.
ist. Manche werfen das dem Film vielleicht auch vor, weil er nicht alles in der Tiefe durchgeht. Ja, also es wird zum Beispiel nur die Homosexualität ganz kurz angeschnitten von Herrn Ali in dem Film oder von dem Charakter von Herrn Ali. Das könnte man sicherlich tiefer betrachten, aber trotzdem, der Film macht so Spaß aufgrund des Duos Mortensen und Ali, und der spricht halt eben auf diese unterhaltsame Weise wichtige Themen an, wie Toleranz, Courage, Familie, Freundschaft, Rassismus und Liebe, und ich finde, das muss man auch erstmal so schaffen, und deswegen ein Film, den man unbedingt sehen sollte. Führer. Alles Worte, die du noch nie gehört hast, Liebe. Du, nee, doch, ich habe den geguckt, und also ich bin ganz ehrlich, denn ist so ein Film, den ich nur nicht ausgemacht habe, weil wirklich die Chemie zwischen den beiden der Wahnsinn ist. Also die müssen nichts sagen, die verstehen sich auf so einer professionellen Ebene. Und Mahershala Ali bin ich ein ganz großer Fan. Ich freue mich auch auf seinen Blade-Film extrem, weil ich will ihn mal auch wieder in so einem Popcorn-Film sehen. Weil der macht immer so schwermütige Sachen und der kann mal ein bisschen mehr ins Popcorn-Fach auch wechseln. Und der macht das eh ganz toll. Hab den geguckt und fand ihn eigentlich so völlig okay und hab mich auch so gefragt, warum finde ich den so ein bisschen auch dröge zum Teil, ohne den wirklich schlecht zu finden. Aber wenn ich denn auch lese, dass zum Ende hin dieses Ganze zu Weihnachten, als dann Ali zu der Familie von Mortensen nochmal zurückkommt und so, dass das alles in echt gar nicht stattgefunden hat und dass sie da schon wieder rumgedoktert haben, damit der Film auch ja, ach, so einfach positiver rüberkommt und die nochmal ein paar Szenen rüberschmeißen können, die einfach funktionieren denn als Film an sich, aber nicht der Wahrheit entsprechend, dann bin ich da auch schon wieder so, na gut, ja, ist okay, aber nicht, einfach nicht mein Ding so, wirklich. Ja, also ich muss mich da auf alle Fälle John auch anschließen. Ich bin auch nicht warm geworden mit dem Film. Ja, die Chemie der Hauptdarsteller ist ziemlich gut, aber ich fand, das ist so ein Ding, dem du an jeder Ecke anmerkst, das ist so ein auf Oscar getrimmter Streifen. War nicht meins, definitiv nicht. Ich habe halt zu dem Thema einfach auch schon viel bessere Filme gesehen. Das mit Sicherheit, ja. Ganz kurz, bevor wir jetzt in den Februar reinsteppen, ich wollte noch erwähnen, dass auf Netflix in dem Monat kam I.O. raus. Will ich auch nur erwähnen, weil das für mich der zweitschlechteste Film des Jahres ist. Oh, ist das hier mit mit Anthony Mackie. Oh das Gott, ey, nach 10 Minuten ausgemacht. Das ist Leute. Eine grausame Fehlgeburt von Apokalypsenfilmen. Also wirklich, der ist unglaublich scheiße. Also Netflix gibt es ja viele Zuschauer mittlerweile. Kann ich nur von abraten, falls ihr noch nicht drüber gestolpert seid. Also der ist richtig kacke. Und ich wollte nur ganz kurz erwähnen, Bibi Blocksberg wurde ja in dem Monat veröffentlicht. Ich wollte nur erwähnen, dass die Regisseurin Hermine Hundgeburt heißt. Das finde ich unglaublich gut. Jedes Mal, wenn ich das lese. Das ist auch voll überaus witzig. Aber wir haben ja noch einen Film vergessen, oder? The Mule. The Mule, ja. Clint is back, unser großer Zigarillo-Raucher. jetzt aber, jetzt mache ich kein Fass auf. Großer Eastwood-Fan-Sammlung. Ich will alle seine Filme haben. Natürlich von Tobias Hohmann mir die zwei Bände gekauft. Und Eastwood ist ein ganz, ganz großer. Und ich habe mich so drauf gefreut. Aber der war sehr mittelmäßig. Ja, würde ich auch sagen. Ich hab's mal so beschrieben. Der kleine Bruder von Gran Torino, der ganz kleine, der unterhält ganz gut und Eastwood spielt auch gut in der Hauptrolle. Aber es ist halt alles nicht so wirklich zündend. Ja, der Film hat auch gewisse Gemächlichkeit, die in Richtung im Mittelteil in Langeweile abdriftet. Und deswegen, ja, ich sag mal, kann man schauen, muss man aber nicht. Also man wird jetzt nichts Komplettes falsch machen, aber es ist kein großes Werk. Ja. Da können wir, wenn ihr nichts dagegen habt, schon rein in den Februar. Richtig erwähnenswert wären da für mich als Drachenzähmen leicht gemacht. 3 kam raus. Holmes and Watson muss natürlich erwähnt werden. Und The Lego Movie 2 kam raus. Naja, ist doch für Micha animationstechnisch alle dabei. Ja, Drachenzähmen leicht gemacht habe ich leider die ersten beiden noch nicht gesehen. Da muss ich irgendwann was richtig bingen. Lego Movie von dem ersten bin ich tatsächlich, den habe ich tatsächlich richtig gemocht. Ich mochte die Machart, den Humor, der da so ein bisschen drin war, der immer sehr hart so zwischen erwachsen und super kindlich irgendwie so hin und her gestolpert ist. Aber ich mochte das irgendwie, das passte zu dieser ganzen Craziness. Der zweite hat mich unglaublich gestresst. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie gealtert bin in der Zeit oder so. Ich fand immer noch ein paar Sachen lustig, aber nee, irgendwie, der ist auch ganz unten bei mir gelandet, leider. Also ich muss sagen, dass Drachenzähmen leicht gemacht ist für mich einer der ganz wenigen Animationsfilme. Wir kennen jetzt nur den ersten, ich muss den zweiten noch gucken, den dritten natürlich auch noch dennoch. Fand den ersten großartig. Also ist bei mir auf jeden Fall in den Top 3 Animationsfilmen aller Zeiten und kann daher mal zur Abwechslung endlich zu einem Film nichts Schlechtes sagen und hoffe, dass ich den bald sehen kann.
Ich habe keinen von den drei Titeln gesehen. Vielleicht ja Khalil. Keine Chance. Gerade bei Khalil hätte ich jetzt gedacht, dass er ohne Zahn tätowiert hat. Hast du nicht einen kleinen, süßen Drachen irgendwie unter deiner Blade Runner Eule? Aber es wäre tatsächlich ein nettes Motiv. Aber also ich fand den ersten Teil fand ich super von Drachenzähmen leicht gemacht. Aber da muss schon mehr passieren, dass ein Film bei mir auf der Haut landet. Also da ihr den ja noch nicht gesehen habt, ich finde es halt bei dem so gut, dass der Film Konsequenzen hat. Also da werden die Figuren, die müssen wirklich wie ein Abenteuer was durchleiden und die müssen wirklich was auch emotional erleben, nicht nur mal kurz für 2 Sekunden und dann ist wieder alles gut und innerhalb der Reihe werden die auch alle älter. Ah, das ist schon gut. Das ist verdammt gut und da kommt es auch, also ich kenne nur den ersten, aber da kommt es auch zu einem Showdown, den man so nicht erwartet in einem Animationsfilm. Also im Grunde, das hätte auch als Realfilm rauskommen können. Ja, Lego Movie 2, keine Ahnung. Aber Holmes and Watson, liebe Leute. Holmes and Watson, einer der gescholtensten Filme dieses Jahr, oder? Also was so größere Kinofilme angeht? Ja, galt als Flop, oder? Erstens als Flop, zweitens als kritisch gesehen enttäuschender Film, ja. Stimmt schon. Also das war für mich so kurzzeitig für die Masse der Sargnagel für Will Ferrell. Heute hatte ich so das Gefühl, dass da auf einmal, auch hat er auch wieder mit John C. Reilly zusammengedreht, wie schon bei seinem Stiefbruder, der ja viele Fans hat. Und viele fanden ihn ja so schrecklich und also ich habe den im Kino gesehen und ich bin ganz ehrlich, ich habe sehr viel gelacht. Vielleicht bin ich auch einfach ein sehr stumpfer Mensch, aber ich muss dazu auch sagen, Rebecca Hall spielt mit, jeder weiß, Traumfrau Nummer 1. Aber ich habe sehr viel gelacht. Will Ferrell habe ich einfach das Gefühl, dem ist scheißegal, ob er zeitgemäß ist mit seinem Humor und er biedert sich auch nicht weiter an. Der macht einfach seinen Scheiß wie immer und dem ist alles egal. Und der Film ist so humortechnisch in einer ganz anderen Welt, dass du denkst, okay, Will Ferrell kommt wieder mit seinem Alien-Humor. Finde ich toll. Der ist einfach so gaga. Der ist so völlig kaputt im Kopf. Ich mag das. Ich mag auch Holmes und Watson, ist mir scheißegal. Ihr seid da durch mit der Woche, ne? Ja. So, oh, jetzt wird's ja interessant. Jetzt können wir ein, zwei Wörtchen mehr verlieren. 2. Februarwoche würde ich nur 2 Filme erwähnen, aber über einen kann man schon so ein bisschen sehr viel reden. Es kam unter anderem Happy Death Day to You raus, der für Blumhouse ein bisschen enttäuschend war. Aber der große Alita Battle Angel. Und da würde ich ganz gerne, ich glaube, dem Khalil den Vortritt lassen. Ich kann mir vorstellen, dass er dazu ein bisschen was zu erzählen hat. Ja, also ich bin ja durchaus jetzt nicht der riesige Manga-Anime-Fan, aber Battle Angel Alita zähle ich auf alle Fälle wirklich zu denen, die ich wirklich mag. Und das war ja doch ein ziemlich zäher Weg, bis Cameron gedreht hat, ja, Rodriguez meines Wissens, ne? Ja. Bis Cameron gerade in der Produktion und Rodriguez das Ding umgesetzt haben. Und er ist auch viel gescholten worden. Deswegen bin ich da sehr skeptisch rangegangen, war aber durchaus positiv überrascht. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich finde, es ist ein guter Real-Anime, der auch einen Geist von einem Anime-Manga recht gut einfängt für mich. Ja, da würde ich mit Kalle mitgehen. Also ich war auch positiv überrascht. Also der hatte ja auch durchaus durchwachsene Kritiken insgesamt, aber mir hat der ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe den erst im Heimkino dann nachgeholt, aber den kannst du auch definitiv schauen. Also hat mir gut gefallen, auch vor allem die Animation von der Hauptdarstellerin, die im ersten Trailer noch nicht so gut ausgesehen hat, aber im finalen Produkt passt es. Ja, gehe ich mit. Ich fand den auch überraschend unterhaltsam. Christoph Waltz auch mal wieder in einer Rolle, die er in den 3-4 Filmen davor nicht so eingenommen hat. Ich bin auch überhaupt kein Anime- und Manga-Fan. Irgendwie hat mich diese Welt aber so ein bisschen abgeholt. Ich würde sogar so weit gehen und da würde ich gerne noch mehr von sehen. War so ein rundes Ding irgendwie. Komplett. Also würde ich auch gerne einen zweiten von sehen. Mich haben noch ein paar Sachen gestört. Vor allem gerade, dass der männliche Love Interest, das war für mich so eine Milchschnitte. Fand ich ein bisschen schade. Aber muss tatsächlich auch sagen, dass die Miss Salazar wunderbare Arbeit gemacht hat, wie die auch mit ihrer Stimme arbeitet als Alita. Ganz, ganz großes Kino. Und was mich natürlich gestört hat, ist, dass Caspar Van Dien keinen großen Auftritt hatte. Ich möchte, wenn ich Caspar Van Dien schon in einem Kinofilm sehen kann, will ich, dass der verdammt nochmal in jeder Minute zu sehen ist. Das hat mich gestört. Der war da bloß für ein paar Sekunden dabei. Sehr, sehr schade. Aber tatsächlich, ich fand den auch okay. Ich fand die Animation und alles so ein bisschen im Alarm bei diesen Wettbewerben da auf dieser Rollschuhbahn oder was die gemacht haben da. Was ja eigentlich, glaube ich, in der Vorlage eine viel größere Rolle auch spielt. Aber trotzdem, der war okay. Ein bisschen enttäuschend. Wurde ja groß geworben. Cameron, bla bla bla, ist zurückproduziert. Also an Cameron gemessen ist das Ding ein bisschen
bisschen nichts aussagen, ein bisschen identitätslos auch, aber hoffe, da kommt vielleicht doch nochmal ein zweiter. Drücken Sie das Budget ein bisschen runter, weil so viel Erfolg hatte der ja nicht und dann kriegen wir das schon hin. Happy Death Day to you, irgendwer was zu sagen? Ich finde die Hauptdarstellerin nach wie vor klasse und ich glaube, es hat auch niemand so Bock auf diesen Film gehabt wie sie. Ja. Ich fand nur leider, dass das Drehbuch irgendwie dann doch ein bisschen zu viel wollte und ich fand den immer noch unterhaltsam, aber klar, die große Überraschung, was den ersten Film so ausgemacht hat, ist dann noch so ein bisschen vorbei. Ja, ich habe mich auf den Film gefreut und am Ende war da halt eins dieser 1000 Okays dieses Jahr irgendwie hinter. Kann man sich ruhig geben für zwischendurch, finde ich. In den 90ern hätte ich gesagt, das ist so ein Videothekenfilm. Ja, hat ja auch, war auch der Sargnagel jetzt für das in Anführungszeichen Franchise, die wollten eigentlich weitermachen, aber Blumhouse oder Jason Blum hat schon gesagt, nee, war nicht erfolgreich genug und qualitätsmäßig war er auch ein bisschen enttäuscht und da wird kein dritter Teil kommen. Lords of Chaos, das war vielleicht noch so ein Ding, habe ich leider noch nicht gesehen, hat aber relativ große Wellen geschlagen. Hat den einer gesehen? Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe ja durchaus auch so ein bisschen Wurzeln in der Metal-Szene. Von daher fand ich es auch recht interessant. Erzählt halt die Geschichte nach der Band Mayhem mit ihrem Kopf und Mark Wiggins, der letzten Endes einen umgebracht hat aus der Band, also aus der Perspektive erzählt. Ich will auch gar nicht den Film so sehr spoilern, aber ich fand ihn wirklich, er hat diese Black-Metal-Szene aus Norwegen ziemlich gut eingefangen und auch die Faszination, die da drin ist, ist sehr deprimierend teilweise, aber was ich sehr schön fand, war, dass er dem Mark Wiggins auch ein bisschen, der nach wie vor durchaus in der Black-Metal-Szene sehr kultisch verehrt wird, ein bisschen ins Denkmal genommen haben. Deswegen hat er sich auch im Nachhinein sehr über den Film echauffiert. Der Typ ist ja kaputt. Typ ist mega kaputt, aber man darf nicht vergessen, der ist in der Black-Metal-Szene war der lange in Schwergewicht. Also ich fand wirklich, dass sehr, sehr gut umgesetzt worden ist. Und Akerlund hat ja schon mal mit Spoon, der auch sehr unterschätzt ist, einen tollen Film abgeliefert und kann sagen, mir da wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, kam auch zum schicken Mediabook und alles raus, also kann man sich gut mal zugeben. Und ist mit Rory Culkin in der Hauptrolle, ne? Einem der Brüder von Macaulay Culkin, unserem Kevin. Wer kennt ihn nicht? Dann geht's weiter und zwar nächsten Monat, würde ich sagen, kann man am meisten reden über Goldene Handschuh. Ja, genau, ich meine nächstes Jahrzehnt jetzt. Genau, also Goldene Handschuh würde ich erwähnen. Dann kam er raus mit Weiß, auch wieder so ein, wie Micha schon meinte, so ein gezwungener Oscar-Kandidat. Und für die Kids kam raus Die Winzlinge, Abenteuer in der Karibik. Ich habe noch keinen davon gesehen, ich finde die aber immer sehr niedlich, wenn ich die Trailer sehe. Von daher, fangen wir mit Weiß an, den ich mir natürlich nur angeguckt habe, wegen den schauspielerischen Leistungen und der Maske von Christian Bale, der sich da wieder, ich weiß nicht, was der seinem Körper tut, aber der ist auf jeden Fall diesmal, ich wollte jetzt schon beleidigend werden, ein sehr fülliger Mensch mit Glatze, möchte ich es mal nennen. Und zwar, wer war das? Chaney, ne? Lon Chaney? Also, erstmal nichts gegen füllige Menschen mit Glatze hier. Hey. Du rettest ja alles mit Vollbart und Tattoos. Dann wird es ja zu einem Grundkonzept. So, dann wird es ja cool. Wäre bei Dick Chaney allerdings auch witzig gewesen. Ja. Auf jeden Fall, auch einen Film habe ich gesehen. Und wie schon der Spitzenkandidat fand ich Weiß. Sehr dröge, sehr langweilig und zudem habe ich einfach keine Lust mehr, über 2 Stunden wirklich komplett nur Arschlöcher anzugucken. Also ohne, dass es so cool arschlochmäßig wird, dass man sagt, ach guck mal, wie sie schon wieder die Leute verarschen, sondern guckst ihn einfach nur an und denkst, nee, sind halt alles Arschlöcher, so macht irgendwie keinen Spaß, das zu gucken. Deswegen habe ich auch so einen Film, den ich dann leider ausgemacht habe. Oha, okay. Also für mich war es tatsächlich kein Jahreshighlight. Ich mag, oder andersrum angefangen, The Big Short von Adam McKay ist für mich einer der geilsten Filme der letzten Jahre. Da lasse ich auch gar nichts dran rütteln. Und das Problem, was ich bei Weiß so ein bisschen habe, ist, der ähnelt dem zu sehr. Also diese Machart, die ist schon sehr, sehr ähnlich. Und er hat eben nicht Margot Robbie in der Badewanne, die auch eben so ein bisschen Politik erklärt. Dann wäre es vielleicht schon wieder aufgewertet. Aber ich mag unglaublich die Nebenrollen und ich mag auch so ein bisschen dieses düstere Aufzeigen, wie es eigentlich wirklich ist. Natürlich auch überspitzt und es ist auch immer noch ein Hollywood-Film, gar keine Frage. Überraschenderweise gefielen mir tatsächlich die Nebenfiguren viel besser so aus dem satirischen Blick. Also Steve Carell als Donald Rumsfeld fand ich einfach genial. Okay, der war einfach unglaublich gut. Und auch hier mein Hero of All Time, Sam Rockwell als George Bush, einfach in den paar Minuten, die er da war, einfach hammergeil. Christian Bale ist fast schon so gut, dass es einen
da überrascht es einen schon fast nicht mehr so richtig so. Ja, genau, also das ist so, der war für mich nicht das Highlight des Films, auch wenn er natürlich als Dick Cheney da die Hauptfigur gespielt hat, also auch Amy Adams als seine Frau, die war so böse. Keine Ahnung, ich fand alle drei tatsächlich unterhaltsamer als ihn selber, aber auf einem hohen Level. Also ich fand den Film, der ist immer noch in meiner, Top 15. Ich glaube, am Ende hat er es jetzt nicht in die 10 geschafft, weil er dafür dann doch eben zu sehr The Big Short 2.0 ist. Aber keine Ahnung, ich mag diese zynische Erzählweise. Also ich schließe mich schon ein bisschen an. Ich fand ihn okay, durchschnittlich, aber er ist nicht so ein Riesenknaller. Also Christian Bale ist outstanding natürlich, absolut. Aber es ist halt auch der 12. Politik-Thriller mit richtigem Background. Und auch hier wieder, da gibt es einfach Besseres. Na, dann kommen wir doch zum, schade, dass man es so nennen muss, aber zum Aufreger des Monats, der goldene Handschuh von Fatih Akin. Ist also mein Top 10 übrigens. Habe ich eine sehr, sehr ambivalente Haltung zu dem Film. Ich finde, aus der Vorlage hätte man einen besseren Film machen können, muss aber sagen, egal wie ich den Film am Ende finde, wo ich selber mit mir streiten muss, ist es ein Film, über den denkt man sehr viel nach. Also ich muss sagen, so mittelmäßig ich den Film finde, so sehr hat er sich trotzdem bei mir eingebrannt, dass bestimmte Bilder, bestimmte Machart, bestimmte schauspielerische Leistung immer wieder in meinen Kopf kommen. Und ich sag mal so, das ist schon ein Argument, sich den auf jeden Fall angucken. Gerade für einen deutschen Film ist der asoziale Art und Weise mutig. Ja, ist er, auf jeden Fall. Ich finde, du musst den Film auch ein bisschen, also ich liebe den Roman, der ist auch wirklich super und der Roman ist ja dank dem zweiten Erzählstrang auch ein bisschen, bisschen lockerer irgendwie. Der haut eine Grenze so in die Fresse wie der Film. Und im Buch geht er ja durchaus ein bisschen, wird er auch ein bisschen auf den Background von Honka eingegangen. Das macht ja Aki gar nicht, ne? Der hat auch gesagt, das hat er ganz bewusst gemacht, weil für ihn ist das ein Monster gewesen. Ich finde, der Film ist eine absurde Milieustudie von dem Milieu, das es einfach gab und heute ja auch noch so gibt in Hamburg oder in Berlin oder in München, in den Großstädten. Ist schon sehr speziell. Er ist schauspielerisch wirklich toll gespielt. Also die Hauptrolle aller größten Respekt. Ey, der Dassler, ne? Ey, was ein Tier. Krasser. Also wirklich, und ich finde, Akin hat es tatsächlich geschafft, im Arthouse einen Genrefilm reinzuschmuggeln, wenn man so möchte. Mich hat der Film von der Machart her teilweise an William Lustigs Maniac erinnert, der ähnlich eklig war und den ich auch für einen der wirklich kontroversesten und besten Horror, in Anführungszeichen, Filme fand. Und in die Kerbe schlägt halt auch der goldene Handschuh, dass der klassische Arthouse-Besucher, der Akin jetzt aus anderen Werken kennt, da ein bisschen die Nase rümpft, das finde ich eher amüsant. Mir hat er wirklich gefallen, weil es ein Film ist, der dir richtig in die Fresse haut. Und das findest du bei deutschen Filmen eigentlich sehr, sehr selten. Ich muss auch sagen, dass ich es sehr überraschend fand, dass einer seiner Opfer, die er da auch dann länger hat, mit ihm dann quasi zusammenlebt. Ja, oh. Kurz, genau, dass das ja die Darstellerin ist aus Stromberg, die etwas fülligere. Ja. Und da war ich kannte die nur aus Stromberg und ich liebe ja Stromberg, die ganzen Staffeln geguckt und so, durfte die auch kennenlernen und alles. Und dann sehe ich die und dann kommt da so eine Darstellung. Wow, okay. Ja. Und der Film stinkt einfach im positivsten Sinne. Stinkt der einfach. Von daher unbedingt mal angucken, wenn man sehen will, dass deutscher Film auch anders kann. Ich glaube, über den Film wird auch wirklich, das hast du ziemlich gut erfasst schon, über den Film wird noch diskutiert werden, auch in ein paar Jahren, da bin ich mir relativ sicher, weil er halt so unbequemes Stück Ding ist, was der wirklich in die Magengrube gehauen hat. Und beweist mir einmal mehr, dass Akin für mich wirklich zu der Creme de la Creme der deutschen Regisseure gehört, definitiv. Ja, ich habe auch einen vergessen, den lese ich ja. Oh, da kommen wir wieder zu deutschen Kinonamen. Mein Bester und ich kam heraus. Das amerikanische Remake von Ziemlich Beste Freunde. Ich sag's, der ist auf keinen Fall, kommt der ran ans Original. Aber ich war sehr positiv überrascht, dass sich Kevin Hart so zurückhalten kann. Und ich fand den wirklich völlig okay. Puh, ich muss gestehen, dass ich Ziemlich Beste Freunde schon überhaupt nichts abgewinnen konnte. Und dass ich dann auch noch von einem Remake mit Kevin Hart gelesen habe, der ist auf meiner Liste, wenn er da jemals überhaupt drauf war, ganz, ganz unten gewesen. Ja. Aber Bryan Cranston halt auch, ne? Ja. Springen wir eine Woche weiter. Bevor ihr weitermacht, ich wollte noch ganz kurz sagen, dass in derselben Woche wurde auch Can You Ever Forgive Me veröffentlicht. Das ist so ein Drama mit Melissa McCarthy in der ersten Rolle und die kann ich ja normalerweise überhaupt nicht ab, die Frau. Und wer sich dafür interessiert, für Filme, in denen Schauspieler mal so in eine völlig andere Rolle schlüpfen, der hat mich im positivsten Sinne wirklich überrascht.
sie spielt ja selber so eine Biografin, die Leute beschissen hat und dadurch auch so ein bisschen aus der eigenen Armut so ein bisschen aufgestiegen ist, zusammen mit so einem Junkie, mit so einem schwulen Junkie-Freund. Übrigens gespielt von, wie heißt er hier, Richard Grant, der einfach Bombe ist in der Rolle. Fast noch besser als sie. Aber wenn man sich für Filme interessiert, die einfach mal so Leute in so ein anderes Licht rücken, dann sollte man den auf jeden Fall gesehen haben. Weil ich sehe Melissa McCarthy jetzt auch so ein bisschen mit anderen Augen. Also der hat mir sehr gut gefallen. Tut mir wahnsinnig immer bei ihr leid. Ich finde, die sollte ihren Agenten wechseln, weil die Frau ist, wenn man die in Interviews sieht, die ist so toll. Ich will jedes Mal einfach um mich rum haben als Freundin. Die muss so cool sein. Und wenn ich die mal in Filmen sehe, will ich der einfach nur in die Fresse scheißen. Also die nervt mich so dermaßen auf der Leinwand, dass es mir wehtut, wenn ich immer sehe, wie cool die eigentlich ist und was die für andere Rollen spielen kann. Das war ja schon bei Vincent so mit hier Bill, wie heißt der Ghostbusters? Mary. Da hat sie ja schon eine andere Rolle gespielt. Da hast du gemerkt, ey, siehste, die kann schauspielern, die kann andere Rollen, die kann groß sein. Gib ihr nicht dauernd diese, ich bin fett und fall um. Ach, ganz schlimm. Hat sie auch gar nicht verdient. Also die spielt halt in Can You Ever Forgive Me auch so eine richtige, die weiß überhaupt nicht, so wie sie so sozial mit, also so soziale Kommunikation hat die halt gar nicht drauf, aber das merkt sie und verzweifelt daran auch so ein bisschen, während sie aber Leute bescheißt und Geld damit macht. Also es ist ein richtig cooler Film, wenn man mal so auf sowas steht. Kann ich nur empfehlen. Geil, Hike auf der Liste tatsächlich. Die nächste Woche ist jetzt eher uninteressant. Da kam jetzt auch wieder, ich weiß gar nicht, auch wieder vom Blumhouse, ne? Escape Room gesehen. Ja, was ist gerade in Escape Room? Machen wir mal Horror draus. Nichts gesehen. Grade, okay, wenn unser Horror-Affino den schon nicht gesehen hat. Flo, hast du den gesehen? Nein, ich habe keinen einzigen von den Starts gesehen. Also bei mir steht da von den Starts noch der The Hate You Give auf der Liste, weil der wohl ziemlich gut sein soll. Aber aus der Woche habe ich gar nichts gesehen. Ich habe tatsächlich nur Hard Powder gesehen und das ist auch schon wieder so ein Titel. Der heißt im Original auch Cold Pursuit und es ist ein amerikanisches Remake von einem norwegischen Thriller. Warum man den bei uns Hard Powder nennt, das weiß auch wieder nur der Typ, der es unter Koks entschieden hat. Keine Ahnung. Halleluja. Unter denselben weißen Schneebergen. Eigentlich weiß man dann genau, warum man ihn Hard Powder genannt hat. Weiß man ja genau. oh mein Gott. Genau, Original ist ja einer nach dem anderen, heißt der bei uns. Und ich fand das Original halt super geil. Und nachdem ich gehört habe, dass derselbe Regisseur von dem Ding auch das amerikanische Remake macht, habe ich zuerst gedacht, gut, dann wird es wieder einfach genau derselbe Film. Und dann gab es einen Fakt, wo ich gesagt habe, okay, ich gucke ihn nicht. Und das ist wohl, dass der Bösewicht von seiner Machart wohl ausgetauscht wurde. Der war ja im Original, nennen wir es eine Marke für sich. Und ich sag mal, er schafft es im Film, dass man darüber lacht, dass einer Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen wird. Und das muss man erstmal schaffen. Und wenn ich sehe, dass so eine Type fürs amerikanische Remake so ein glatt gebügelter Austauschbösewicht anscheinend genommen wird, von der Machart, wie er geschrieben ist, dann habe ich gesagt, nee, genau das hat für mich das Original ausgemacht, welche Welten aufeinandertreffen, was Protagonist und Antagonist angeht. Wenn ich hier sehe, okay, Liam Neeson und Austauschbösewicht 256, nee, brauche ich nicht. Aber ist der gut? Er hat mich unterhalten, sagen wir mal so. Ich hatte erst so Vorbehalte, weil der Trailer, der wird so auf Action gemünzt und dann ist es auch noch Liam Neeson und du denkst, du siehst da Taken 5 oder 6, so Level Schnee. Aber ich fand den mit seiner zynischen, sarkastischen Art, also eher selbstironisch, das fand ich schon fast wieder cool. Der braucht nur so ein bisschen, der hat so ein paar Längen. Aber ich fand den schon, also schlecht war er nicht. Ey, Liam Neeson in der Hauptrolle, so das ist immer noch so, das kann, muss man sich eigentlich geben, ne? Kann man machen. Ja, also wie gesagt, man muss sich davon freimachen, dass es ein Remake von einer nach dem anderen ist und dann irgendwie Liam Neeson auch mit seiner Taken-Vergangenheit da die Hauptrolle hat. Der ist schon anders, der Film, und ich finde den auch ganz cool. Okay. Oh, jetzt sind wir im März und jetzt prallen ja zwei Gegensätze aufeinander. Einmal pure Scheiße trifft auf ganz große Liebe. Captain Marvel trifft auf die Mid-90s. Wehe, einer denkt jetzt auch nur, dass ich mit der großen Liebe Captain Marvel meine. Doch. Rass ich aus. Ja, Flo, ich hab's schon im Hintergrund. Ich hab schon gestanden, wie er den Start löchert. Nein, Quatsch. Mid-90s ist ja bei mir zum Beispiel, und da streite ich mich noch, ob es Top 1 oder Top 2 ist. Ich weiß immer nicht, ob ich das so groß rausposaunen will, weil es natürlich klischeehaft ist, dass man den so geil findet, weil man in der Zeit aufgewachsen ist. In den 90ern? Ach stimmt, ihr seid ja alles alte Säcke. Ich bin aufgewachsen, es tut mir leid. Nee, also bei uns war das auch das Lebensgefühl. Also das war eigentlich, ich war 90, war ich 16 und Skaten war da schon auch ein Riesenthema.
Absolut. Deswegen darfst du gerne darüber, lass alles raus oder lasst alles raus. Habt ihr den alle gesehen? Ja. Nein. Also für mich ist es, wie gesagt, tatsächlich so die Filmüberraschung und Entdeckung des Jahres. Ich meine, man kann ja von Jonah Hill halten, was er will. Ist ein toller Schauspieler. Aber was der da im Regiedebüt abgeliefert hat, hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Mit 90s, ein Coming-of-Age-Film, ein klassischer, der wunderbar dieses Lebensgefühl der 90er einfängt aus der Skateboard-Szene. Gut, die Skateboard-Szene, in der ich mich damals bewegt habe, da war eher Punk- und Hardcore-Musik angesagt. Das ist dann eher die Hip-Hop-Schiene. Aber er fängt es wunderbar ein. Tolle Hauptprotagonisten, ein toller Soundtrack auch. Und ich finde, was er wahnsinnig gut macht bei dem Film, ist einfach, es gibt ja viele Filme, die so ein bisschen einen Geist von der Generation einfangen. Da zähle ich auch ein Trainspotting dazu, wegen mir sogar ein Kids. Aber Jonah Hill überzeichnet das nicht so. Also die Protagonisten haben alle ihre Probleme und alle ein bisschen ein schwieriges Leben. Aber dieses Freiheitsgefühl, diese Lust auf was Neues zu entdecken, das hat er wunderbar eingefangen in dem Film. Und da wirkt nichts klischeehaft oder aufgesetzt. Also das ist ein Ding. Jeder, der in der Zeitspanne aufgewachsen ist, muss den Film eigentlich lieben. Also für mich ist es wirklich eine wunderbare Liebeserklärung. Eine tolle Zeit, in der ich aufgewachsen bin, mit viel Erinnerung an die Jugend, an erste Liebe, an das erste Mal betrunken sein, das erste Mal einen Olli probieren und dann mal fett auf die Fresse fallen. Aber einfach trotzdem probieren, weil es cool war. Ich muss also dazu sagen, ich habe mein Skateboard mehr unterm Arm gehabt, als damit gefahren. Das hat irgendwie so, man hing halt da rum in der Szene irgendwie. Und auch so Dinger drin wie, dass man irgendwo skatet, wo es doch keine von der Stadt öffentliche Skateparks gab, sondern da hat man halt illegal in Stuttgart bei mir damals auf dem Königsplatz an den Treppen gesurft, wo dann auch irgendwann die Cops oder ein Sicherheitsbeamter vorbeikam. Wunderbar erzählt, absolute Sehempfehlung. Und wie gesagt, ich hader noch, ob der oder ein anderer bei mir die Eins sind. Auf Facebook habe ich ihn jetzt mal auf Platz 1 gesetzt, einfach weil es so eine Überraschung war. Gehe ich mit. Ich finde den Film richtig gefühlvoll inszeniert. Bin ja auch in den 90ern groß geworden und das ist echt so, das ist fast schon wie Fanservice an die eigene Jugend. Man entdeckt so viele Sachen wieder, das hat er so mit einer so gekonnten Raffinesse eingefangen, der Jonah Hill. Das ist so ein bisschen wie wenn man so mit so einer Achterbahn durch so einen 90er Freizeitpark fährt, aber halt überhaupt nicht irgendwie überzeichnet und mit irgendwie allen Trends, die es da so gab, ausgestattet, sondern halt echt, wie es so in Wirklichkeit war. Also so aus der Sicht von Personen, die in den 90ern halt groß werden und so. Das hat er mega geil eingefangen. Also ich war auch sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde auch, dass so quasi die Antithese zu einem Stranger Things, womit ich jetzt nicht Stranger Things torpedieren will, aber wo die sagen, hier, guck mal, war das nicht cool? Hier, guck mal, war das nicht cool? Hier, wir hauen dir das mal in die Fresse. Ist der, wie du schon meinst, sehr gefühlvoll, sehr bedacht in seinen Zwischentönen. Also da gibt es so viele kleinste Momente, die im ersten Moment eigentlich unwichtig erscheinen, aber jeder, der diese Zeit mitgemacht hat, ich war genauso Skater gewesen und dieses Ganze, wie Kali schon meinte, ewig lang Olli probieren oder einen Kickflip und immer wieder auf die Fresse fliegen, dieses Annähern oder auch so kleinste Momente, wo sein Bruder verprügelt ihn ja immer. Und dann in der Gruppe mal sehen, wenn der halt auch mal angemacht wird und auf einmal auch nur so ein kleiner Schisser ist und so eine Geschichten. Ey, wer kennt das nicht? Und da sind so viele kleine Momente drin, dass man kommt aus dem Staunen nicht raus und ich dachte, allein der Charakter oder die Figur von Fuck Shit. Super. Ey, ich liebe, also ich würde niemals mit diesem Menschen zusammen skaten wollen. Aber wenn der irgendwo unter 30 Leuten so dabei ist, würde ich ihn so feiern. Fuck Shit ist so einer meiner Lieblingsfilmcharaktere dieses Jahres. Aber was ich noch sagen möchte, weil ihr habt von Schmalaya mit, er kann keinen Schluss machen. Ich finde, der Film hat ein wunderbares Ende. Also wirklich top. Das ist so. Es war wirklich Gänsehaut. Ey, es war so schlimm. Ich wusste nicht, ob ich heulen soll oder ob einfach nur Gänsehaut ohne Ende. Und ja, das war toll. Und ich finde, der Film, der ist auch gar nicht moralisch oder sonst irgendwie mit erhobenem Zeigefinger und schau mal, wie schlimm die Jugend war. Ich finde auch so diese Alltagsprobleme, mit denen die sich dann rumschlagen, wo dann er auch, also einer der Protagonisten quasi erzählt, wie jeder so sein Päckchen quasi zu tragen hat irgendwie. Dieser Zusammenhalt, der dann halt noch drin ist. Dass da halt auch irgendwie, wenn du dich damals in so einer Clique bewegt hast, da hast du auch zusammengehalten irgendwie. Da hast du auch den Idiot mitgeschleift, der sich auf jeder Party zugekotzt und zugeschissen hat oder, ja. Oder irgendwie wieder von irgendjemand auf die Fresse bekommen hat. Also das war schon ein toller Film und ich muss auch echt sagen, also er lief ja nicht wirklich im Kino. Ich glaube echt nur in ein paar Programmkinos und war auch sofort wieder draußen. Ist dann glaube ich, direkt bei Amazon gelandet. Schade einfach ein bisschen, dass so ein teurer Film dann doch bei dem Streamingdienst landet. Aber wer weiß, ob es anders das Ding überhaupt finanziert worden wäre. Aber toller Film.
toller Film, wirklich. Na, und da dein Prime-Paket ist, ey, bitte anschauen. Dann kommen wir noch zu Captain Marvel, der anderen Seite der Fahnenstange. Also zu dem Film sage ich nichts. Ich habe ihn erst neulich gesehen und ich fand ihn echt schlimm. Also das ist für mich so wirklich alles, was ich an Superheldenfilme, was mich inzwischen langweilt, ist da so potenziert, schlecht gespielt und also ich fand ihn 2 Stunden Langeweile pur. Ja, gehe ich mit. Das war, da braucht man gar nicht lange drüber reden. Der war wirklich... Und Brie Larson kann einfach nicht rennen. Ich hab's gesagt. Die Frau kann nicht rennen. Also deswegen haben sie die damals auch für Room engagiert. Da musste die nicht so viel rennen. Okay, ja. Aber das ist, wie gesagt, schlechte Comic-Verfilmung. Ein Trend, der hoffentlich jetzt irgendwann mal nachlässt. Also mich stört's nicht. Wir kriegen ja da alles. Wir kriegen gute, wir kriegen schlechte, wir kriegen mittelmäßige. Das passt schon. Kommen wir zur nächsten Woche. Habe ich nur ganz kurz, einen. Ganz kurz, ja, sorry. Gerne. Weil ich will den auf jeden Fall erwähnen. In derselben Woche kam noch ein Western raus. Ich bin absolut kein Western-Fan. Und überhaupt nicht normalerweise empfänglich für sowas, aber The Sisters Brothers mit John C. Reilly und Joaquin Phoenix in der Hauptrolle fand ich mega, mega geil. Also wer mal Bock auf so einen Slow Western hat, der muss sich den auf jeden Fall geben. Also auch mit Jake Gyllenhaal und Ahmed Astiz. Das sind so 4 Leute, die haben eine super geile Chemie untereinander. Und wenn man vor allen Dingen auch Joaquin Phoenix Fan ist und sagt so, der war beim Joker geil, dann muss man auf jeden Fall Sisters Brothers auch gesehen haben, weil der einfach, der ist sehr ruhig. Das ist eher so ein Slow-Western, da ist nicht viel Action, sondern eher so Drama, aber das ist ein richtig geiler Film, der hier leider völlig untergegangen ist. Geht mir jetzt tatsächlich auf den Sack, ne? Die ganzen Leute, die sich so New Age Geeks nennen und Nerds, die dann ankommen so, ey, ich hab Joker gesehen, ey, dieser Darsteller, ich kenne ihn nicht, aber der ist ja so krass, ey, den müsst ihr euch mal angucken. Mir gehen die ganzen auf den Sack, die vorher Joaquin Phoenix nicht kannten und den jetzt so hochloben, nur weil sie mal einmal Joker gesehen haben. Das sind dieselben, die Ramones-T-Shirts tragen und nicht mal die Band kennen, weißt du? So. Hör mir auf. Aber du hast recht, den habe ich auch auf der Liste. Ja. Der lohnt sich auf jeden Fall. Dann die Woche habe ich nur einen im Kino gesehen und das war Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Du bist echt hart. Ey, tatsächlich mein erster Asterix-Film überhaupt. Und ja, war nett. Ich werde mir keine weiteren angucken. War jetzt nicht schlecht. Ich habe mir ein paar Trailer und ein paar Szenen jetzt auch aus den Trickfilmen angeguckt. Ist einfach ein klarer Fall von hätte ich mit aufwachsen müssen. Also schau dir Asterix erobert Rom an, weil der könnte dir gefallen. Der ist auch sehr satirisch in vielen Dingen. Ich fand ihn ja, ist nicht falsch verstehen, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht. Ich fand vor allem, dass der Animationsstil sehr gut zu dem Zeichenstil der alten Filme passt. Und der hat ein paar ganz nette Musikeinsätze drin. Da wippt man schon so ein bisschen mit, wenn sie denn den Römern wieder aufs Maul hauen. Und dazu ein cooler Popsong so läuft, der extrem gut passt. Aber ansonsten... Was lief denn da? Darf ich fragen? 1-2 Polizei, oder? Oder Hyper, oder? Was sag ich, ey? Ich hätte gefeiert. Hyper, noch besser. How much is the fish? Dann wird dem Schienen aufs Maul gehauen. Okay, ich halte das Maul. Hätte ich gut gefunden. Ja, ansonsten, ich denke mal, ihr könnt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ich denke mal, 1 oder 2 haben den gesehen, über Destroyer vielleicht reden. Also ich habe auch tatsächlich in der Woche gar nichts gesehen. Ich habe Destroyer gesehen, aber kann man auch getrost nicht sehen. Ja, Nicole Kidman sieht da voll krass aus. Und so wie ich das eben bei Melissa McCarthy ja sagte, wenn man jemanden sehen will in so einer völlig anderen Rolle, dann guck lieber den mit Melissa McCarthy, weil der hier, der ist so hart darauf aus, dass Nicole Kidman, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, vielleicht ist sie auch nur einfach ungeschminkt in dem Film. Ganz ehrlich. Aber der ist nicht dramatisch, der ist gar nichts irgendwie. Na dann, ey, komm, in die nächste Woche. Da kommt jetzt unser aller deutscher Lieblingsfilm. Also du bist ja nicht deutsch, wenn du den nicht toll findest. Head Full of Honey kam raus. Ich hoffe, ihr habt alle ein Poster über eurem Bett. Ja, klar. Braucht man nichts zu reden, ne? Lächerliche Scheiße. Raus kam Wir von Jordan Peele, der neue Film, der Get Out vorher gemacht hat. Ist mit großen Vorschusslorbeeren gelaufen. Vielleicht ein relativer deutscher Erfolg, die Goldfische. Und immer noch nicht gesehen, will ich mir unbedingt als 4K-Mediabook holen. Dann schließe ich mich ein, mache alles aus. Ich will Free Solo gucken. Auf den habe ich richtig Bock. Iron Sky 2 kam raus und ja. Also Wir habe ich in meinen Top 10 drin. Weil ich fand, dass der seinen Vorschusslorbeeren schon sehr gerecht wurde. Also für einen zweiten Film, der zweite Film ist, da sagt man immer das Schwierigste, fand ich den wirklich mehr als unterhaltsam. Ja, es ist ein bisschen viel reingepackt in den Film, viel bedeutungsschwanger und ähnliches, aber ich fand ihn wirklich sehr unterhaltsam. Er hatte ein paar tolle Bilder drin und schauspielerisch war der halt wirklich auch ziemlich cool besetzt. Also hat mir das sehr gut gefallen. Hat denn außer euch sonst noch jemand gesehen?
Ja, also da bin ich absolut bei dir. Der ist auch bei mir in der Top 10. Und ich bin gar nicht mal einer, der Get Out so abgefeiert hat. Ich auch nicht, witzigerweise. Also, ja, also für mich hat Wir tatsächlich, wenn man es jetzt so mal auf Jordan Peele runterbrechen will, hat er sogar noch eine Schippe draufgelegt. Und ich mag ja Regisseure, die dann wirklich auch so Eigenständiges mal machen und eben nicht so Einheitsbrei. Und da hat Wir ja dann doch, klar ist der drehbuchtechnisch jetzt vielleicht nicht bei 100%, aber der geht wenigstens mal so ein paar riskantere Wege, sagen wir es mal so. Und auch die Figur von Lupita Nyong'o, ich liebe ja Lupita Nyong'o. Insofern Fanboy-Vorschuss, aber die spielt das so geil. Mich hat der Film mega unterhalten. In dem Film konnte ich auch völlig damit leben, mit der Humorkomponente, die mir bei Get Out richtig auf den Sack ging. Fand ich bei Wir viel, viel homogener ins Drehbuch eingeflossen sozusagen. Also ist für mich ein Jahreshighlight, auf jeden Fall. Ja, also ich fand auch, der hat durchaus, also viel ist ja vorgeworfen worden, dass er zu viel reingepackt hat, zu viel Symbolik, zu wenig erklärt. Aber ich finde, der Film hat auch die Tiefe, dass einen schönen Raum zum Interpretieren hast auch. Vielleicht ein Stück zu viel, aber ich hatte viel Spaß. Und ich finde generell die Schauspieler, auch wie die ihre Gegenparts spielen, ziemlich, ziemlich geil. Ich würde auch mitgehen. Ich finde den auch sehr gut. So ein Top-15-Film war am Anfang auch so Top 10, aber mittlerweile ist er rausgeflogen. Und fuck, ich liebe Get Out. Für mich einer der besten Filme der letzten 10 Jahre. An den kommt Wir auf keinen Fall ran, Leute. Also nicht den Kollegen zuhören, denn... Okay, sorry. Nein, aber ich finde es auch einen packenden Psychotrip. Ihr habt schon recht, es wird nicht alles erklärt. Er fordert so ein gewisses Maß vom Publikum, auch dass man dem Film glaubt und interpretieren will. Aber die eingestreute Gesellschaftskritik, der für mich unvorhersehbare Twist, manche sagen, ich wäre zu leicht zu haben für sowas, und die humoristischen Spitzen finde ich klasse. Also ich war echt positiv überrascht. Ich fand erstmal gehe ich mit dir mit, Get Out ist große Klasse. Ich liebe Get Out, muss aber sagen, Wir fand ich enttäuschend. Ich finde, der, wie Kali schon meinte, der hat richtig gute Bilder, der ist handwerklich, ist der top. Also der haut auch nicht mein Vertrauen in Jordan Peele weg, eher im Gegenteil. Ich sage, das ist ein richtig guter Film, der ist halt nur nichts für mich. Weil ich leider die Antithese zu Flo geben, der Twist am Ende. Während ich den ganzen Film geguckt habe, nach den ersten 5 Minuten, dachte ich, dieser Twist ist, also der ist schon allen klar. Und dass das am Ende als Twist gegeben wird, habe ich gedacht, wovon reden wir denn hier die ganze Zeit? Es ist doch klar. Und dann hat der Film für mich komplett verloren. Und ab dem Moment, wo sie sowieso anfangen zu reden, fand ich es eher zum Belächeln und ein bisschen Fremdscham. Und da habe ich gedacht, okay, da hat der mich total verloren. Und fand ich für mich ein bisschen peinlich so. Aber trotzdem, allein von den Bildern her, finde ich den toll. Also mich hat das fürs Zugegeben auch überrascht. Und ich bin eigentlich auch so ein klassischer... Ich schaue einen Film 10 Minuten und dann habe ich den Twist. Aber ich finde, der funktioniert tatsächlich auch als ganz normaler Horrorfilm. Ich habe den mit meiner Freundin geschaut, die ist wirklich da auch teilweise ziemlich unter die Decke gekrochen dann bei ein paar Szenen. Hat durchaus auch recht gute Szenen in der Richtung drin. Finde ich auch, bis zum gewissen Grad, wo er dann ein bisschen überdreht und dann eben die ganzen Twists einsetzen. Da finde ich, wird der Horrorfaktor halt immer kleiner, ne? So, Iron Sky 2 ist ziemlich untergegangen, hat keinen interessiert, ne? Nee, ich habe mal angeschaut und nach einer Viertelstunde ausgemacht. Also der ist echt scheiße. Also beim ersten konnten wir ja sagen, wow, die haben aus wenig Geld ja ganz schön viel gemacht. Mhm. Beim zweiten kennst du das Budget und denkst dir, wow, die haben aus viel Geld ziemlich wenig gemacht. Also überall schlecht. Plakatspruch. Also furchtbar, echt. Weiter geht's, und zwar Robert Zemeckis hat sich zurückgemeldet. Und den Trailer wollte ich unbedingt sehen, auch nach einer wahren Geschichte. Ich fand alles, was ich dazu gesehen habe, sehr, sehr toll. Und leider sind dann die Kritiken alle eingetrudelt, haben gesagt, boah, war nix. Robert Zemeckis, Mr. Zurück in die Zukunft, Mr. Castaway, willkommen in Marvin. Aber hat komplett, also hat gar keinen interessiert, oder? Hat auch keiner gesehen von euch? Tatsächlich nicht. Ich liebe ja Steve Carell und ich war wie bei dir. Ich habe den Trailer gesehen oder so erste Plakate, ich weiß nicht mehr genau. Und der war eigentlich so in meiner, wenn es so Richtung Vorfreude geht, auf Filme im kommenden Jahr. Ich habe mich mega auf den gefreut. Aber ja, irgendwie, im Endeffekt waren die Kritiken und das Interesse, die sanken schneller als der Hamburger SV. Irgendwann habe ich den fast vergessen. So. Das war unglaublich. Das fand ich auch wahnsinnig schade, weil ich muss sagen, Steve Carell, ab dem Moment, wenn er dramatische Aspekte in sein Schauspiel mit einfließen kann, hat er mich. Muss ich den Film sehen. Sein komödiantisches Talent interessiert mich gar nicht so sehr, weil ich finde, außer in The Office, finde ich ihn nicht wirklich witzig. Ich finde ihn immer einfach nur laut.
sofern er schauspielen darf, ist der bei mir ganz oben dabei. Aber schade. Also auf den freue ich, ich hoffe, dass ich den trotzdem gucke und dann werde ich den geil finden. Es kam noch raus, oh Gott, ey. Einer der wenigen Filme, ich glaube, ist der einzige Film, wo ich dieses Jahr im Kino rausgegangen bin. Wobei, nee, ich glaube, es gab 2 oder 3. Egal. Aber Dumbo von Tim Burton. Alter Schwede. Also ich kenne den Trickfilm nicht, aber was war denn das für eine hingerotzte Scheiße? Ey, ich glaube wirklich, dass Tim Burton seinen Zauber verloren hat, ne? Für mich hat er den nie wirklich besessen. Ich kann Tim Burton-Filmen in 90% der Fälle nichts abgewinnen. Ich finde das, es ist aber auch einfach nicht mein Fall. Ich kann schon verstehen, warum andere Leute ihn so verehren und auch viele Filme von ihm mögen. Man muss sich ja auch selber immer eingestehen, es gibt einfach bestimmte Dinge, die einen persönlich nicht jucken. Das wäre bei mir so Anime-Manga und das ist auch so Tim Burton. Ich glaube, außer Sleepy Hollow kann ich von dem einfach nichts gucken. Und Dumbo, ich kenne sogar das Original, also den Trickfilm davon habe ich als Kind auch vorgesetzt bekommen. Hat mich auch interessiert, einfach nur, wie er das so umgesetzt hätte. Mhm. Aber ganz im Ernst, das Interesse ist einfach so gering. Ich weiß nicht, ob das Marketing scheiße war oder ob, ich weiß nicht. Also im Endeffekt habe ich ihn tatsächlich nicht gesehen und ich werde ihn auch nicht sehen. Flo? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war ein großer Tim Burton-Fan, war... Ja, also 80er, 90er Jahre hat wirklich großes Kino geliefert. Der letzte, der mir gut gefallen hat, Sleepy Hollow, ist ja schon gefallen, ist einer der Titel. Und Dark Shadows fand ich noch auf morbide Art und Weise unterhaltsam. Ja, ist kein großer Titel, natürlich nicht, aber hey, Beetlejuice, die Batman-Filme von ihm, Edward mit den Scherenhänden, der hat schon richtig Gutes gemacht. Ja, aber er hat so ein bisschen, spätestens nach Planet der Affen und den Disney-Titeln, hat er so seinen eigenen Stil und seine Magie etwas verloren. Also ich fand Alice tatsächlich mochte ich noch. Den mögen ja viele auch schon nicht. Aber es liegt auch vor allem wieder an den Schauspielern eher, nicht am Handwerk. Ich habe so das Gefühl, dass er sich in CGI verliebt hat und ihm reicht es einfach, wenn er da möglichst viel von drin hat, ohne dass er da einen großen Konsens findet. Also wie der Mann mit CGI umgeht, finde ich leider desaströs. Aber gut, brauchen wir nicht weiter darüber eingehen. Beachbum kam noch raus mit Matthew McConaughey. Nicht gesehen, will ich mal gucken. Matthew McConaughey geht immer. Aber der letzte Film für diesen Monat für mich jedenfalls war die Abschiedsvorstellung von Robert Redford. Und der hat mit Sissy Spacek zusammen ein recht niedliches Paar abgegeben bei Ein Gauner und Gentleman. Und ich finde, im Grunde eigentlich ist ja jeder Film, der im Deutschen Ein Gauner heißt, da bezahle ich keinen Eintritt für. Aber der war auch leider nicht so gut. Also wäre das nicht die Abschiedsvorstellung gewesen, hätte das kein Schwein interessiert, das Ding. Ja, den habe ich im Flieger gesehen. Ich bin ja dieses Jahr nach New York geflogen. Da darf man ja immer wieder ein paar Filme schauen und Gauner und Gentleman war einer davon. Und ich bin eingepennt am Sitz. Ne? Und ich penne nie einen beim Fliegen. Höchstens, ich habe 10 Whisky-Intos. Fand den auch recht träge. Ja, ich muss auch sagen, Robert Redford, okay, der Mann hat ein Charisma, da schaut man zu. Aber die Story und das, oh Gott, der war schon... Und Beach Bum habe ich übrigens auch gesehen. Oh, ja, ja, im Heimkino, weil der wurde ja richtig stark gefeiert. Also durchweg so aus meiner Blase. Und ich muss echt sagen, ja, die Songauswahl ist cool, McConaughey ist cool und visuell macht er auch ein bisschen was her. Aber also inhaltlich null Substanz. Da wird sich einer reingezogen nach einem anderen. Es geht um Selbstverwirklichung. Das ist für mich jenseits von Gut und Böse. Das ist ein ganz wilder, eigenwilliger Trip. Eine Dauerdröhnung. Mhm. Cheese and Chong, nur nicht gefällig und unterhaltsam, sondern einfach teilweise anstrengend. Also ich war echt enttäuscht. Ich habe mir den Scheiß auch noch gekauft. Ne? Jetzt kriege ich nicht mehr los. Ich muss auch sagen, Matthew McConaughey ist für mich... Kannst du mir sehr gerne schicken. Okay, mach ich. Versprochen, kriegst du umsonst sogar. Hauptsache ich, der nimmt hier keinen Platz mehr weg. Es klingt jetzt schon böse, so schlimm war auch nicht. Ist okay, aber halt, ich habe da schon mehr erwartet, weil im Vorfeld hat man wirklich einiges gehört. Hey, geiler Film und... Ich wollte nur sagen, so, ich mag eigentlich Matthew McConaughey ja total und ich muss sagen, so, wenn man über Jahresrückblick spricht, das ist für mich so von den Darstellern, glaube ich, einer der größten Verlierer des Jahres. Das tut mir so leid, weil der wurde angekündigt mit Beach Bum, der wurde angekündigt mit White Boy Rick und ich glaube, der dritte, den er gemacht hat, Serenity, Netz der Versuchung, hat auch keinen Schwanz interessiert. Ich glaube, in Deutschland, das muss man sich geben, der war mit 3 Filmen eigentlich auf dem Weg dieses Jahr und die sind alle bei uns so kläglich untergegangen und gescheitert. Und der war schon letztes Jahr, glaube ich, mit Gold oder so ähnlich, ist der schon so abgestürzt. Ich mache mir echt Sorgen, dass der langsam so... Es kommt ja nächstes Jahr zum Glück nochmal ein großer Film mit ihm. Es kam hier Netz der Versuchung kam auch noch.
Serenity. Ja, genau, meine ich ja. Serenity, Netz der Versuchung. Ach so, so hieß er. Oh Gott, ey. Eieiei. Über die reden wir doch. Leute. Wiederholt sich das nicht ein bisschen? Hat er nicht vorher schon so eine Zeit gehabt? Ich finde, er sollte auch mal wieder einen Agenten durchwürfeln. Ich muss auch sagen, die Filme, die waren ja nicht nur in Deutschland kein Erfolg oder sind unterm Radar gelaufen, sondern selbst wenn ich die US-Zahlen so sehe oder die Awardshows, oh, da hat er ziemlich daneben gelangt. Also, ja, vielleicht doch zu viel Dauerdröhnung beim Dreh von Beachbum. Ja, gut, das ist halt so, das ist halt echt erstaunlich so, ne? Also ich glaube, das ist halt so einer, der hält sich immer so wie so ein Woody Harrison so. Die können drehen, was sie wollen im Grunde. Wahrscheinlich. Ja, aber die sollten vielleicht nicht drehen, was sie wollen. Ja, wobei Harmony Korine schon eine sehr coole Sau eigentlich ist. Wenn du schon sonst so schaust, was er gemacht hat und auch einen coolen Background hat. Also ich mag den ziemlich und ich zähle ja auch Spring Breakers zu meinen absoluten Lieblingen teilweise. Oh Gott, den fand ich so schlimm, ey. Ich liebe ihn. Naja. Also es ist ein gut, also Beachbum habe ich reingeschaut, fand ich jetzt auch nicht so gut. Aber der Regisseur macht halt sehr quere Sachen, das muss man halt schon sagen. Also sowas wie Bambo oder so, das sind alles Filme, die sind einfach so für ein spezielles Publikum, um es mal so zu sagen. April. Und zwar, da kam tatsächlich eine doppelte Überraschung im Sinne von Shazam oder eine Gestalt von Shazam. Mal wieder ein DC-Held, mal wieder Alleinstellungsmerkmal, haha, ein 13-Jähriger quasi oder ein 14-, 15-Jähriger im Körper eines krassen Supermanns quasi. Fand ich tatsächlich überraschend unterhaltsam wegen meiner Vorangst seitens des Regisseurs. Der Typ hat nämlich vorher Annabelle 2 gemacht und Lights Out. Zwei Horrorfilme, wo ich sage, ey, die sind nicht mehr weit vom Laternenfall ganz unten. Lights Out gebe ich den YouTube-Kurzfilm, der war gut. Auf langen Film war das einfach nur leere Kotze. Und Annabelle 2 hat den Vorteil, dass Annabelle 1 noch beschissener ist. Ich muss übrigens ein Geständnis machen. Vielen Dank, dass ich mich vorher nicht korrigiert habe, weil ich habe tatsächlich Shazam mit Captain Marvel verwechselt. Ach so. Geil. Man muss aber dazu sagen, der Charakter heißt im Comic halt auch Captain Marvel. Also Shazam heißt in den DC-Comics Captain Marvel, weil er kann ja nicht Shazam sagen. Deswegen genau. Haben beiden jetzt verwechselt. Vielen Dank für die Aufklärung. Denn Captain Marvel von Marvel habe ich tatsächlich nämlich nicht gesehen. Aber alles, was du dazu gesagt hast, es traf zu. Ja, deswegen ist es gar nicht aufgefallen. Nein, aber ich muss zugeben, ich fand Shazam jetzt nicht, also mich hat er jetzt nicht umgehauen. Also, wobei, selbst wenn ich an die Regel rangehe, dass man bei DC-Filmen inzwischen wirklich die Erwartungshaltung wirklich niedrig setzen sollte, lieber. Aber ich bin echt überhaupt nicht warm geworden mit ihm. Also für mich war das the big in schlecht. Ich fand ihn jetzt auch nicht mega geil. Ich habe nur richtige Scheiße erwartet und war dann überrascht, dass ich so 3-4 Mal wirklich, wirklich herzhaft gelacht habe. Und da ich dem Film schon das zugute gehalten. Und die letzten 10 Minuten, da kam dann nochmal was, womit ich einfach komplett nicht gerechnet habe und wo noch ein paar Nerd-Sprüche kamen, wo ich mich bestätigt fühle. Ja, nichts Besonderes, aber halt für mich auch keine große Scheiße. Hat den einer von euch gesehen? Will auch einer ein Wort zu verlieren? Ich habe ihn gesehen, aber das ist einer dieser 5 von 10 Punkten Filme dieses Jahr. Da habe ich gar keine Meinung zu irgendwie. Ich habe gerade gesagt, ich bin nur einmal rausgegangen. Und zwar bin ich auch rausgegangen bei Monsieur Claude 2. Ich fand den ersten großartig. Der zweite, der fliegt einfach so tief. Der hat geguckt, okay, was funktioniert. Und der hat überhaupt keine Zwischentöne mehr. Der ist nur noch, okay, über welche Ausländer können wir uns jetzt noch witzig oder lustig machen? Und welche Klischeekisten können wir rauspacken? Und das ohne sympathischem Witz raushauen. Der erste, ich fand ihn so sympathisch. Den zweiten fand ich jetzt einfach nur noch stumpf. Und da bin ich dann rausgegangen, als dann irgendwann der Araber, weiß ich nicht, das zweite Mal irgendeine Schaufel ins Gesicht bekommen hat. Da habe ich gedacht, okay, haha, ja, der Araber ist ein Terrorist. Nee. Also ich habe ihn ganz angeschaut und ich würde dir da auch recht geben. Also man kann mal angucken, ist so ein Sonntags-Feelgood-Movie wegen mir noch, aber er kommt überhaupt nicht an den ersten ran. Und der erste ist jetzt auch nicht das absolute französische komödiantische Meisterwerk. Es ist ein lustiger Film, aber der zweite, der hat auch keine klare Linie, finde ich irgendwie. Also auch so dieses, wie die Eltern dann versuchen, die aufzuhalten, und so, was dann am Schluss relativ schnell kommt und das keine klare
saubere Linie drin. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der Regisseur hat halt, ja, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt das wiederholt, wo er gedacht hatte, das kommt gut bei den Leuten an. Okay, ich bin anderer Meinung. Ich finde ihn fast ähnlich gut wie den ersten. Ich halte den ersten aber auch nicht für ein Meisterwerk, sondern für eine klassische, unterhaltsame, amüsante, eher oberflächlich gehaltete französische Komödie à la Louis de Funès. Christian Clavier ist super, auch diesmal wieder. Dieser kauzige Typ, echt der Nachfolger von Louis de Funès. Ich hoffe, ich tue jetzt Louis nicht unrecht, aber Clavier ist schon wirklich einer der Besten. Aber er beschwert sich nicht. Hoffentlich, er dreht sich gerade. Ist für mich ein gelungenes Sequel. Ich fand das auch Flüchtlingsthematik. Ich weiß, was du meinst. Das war sehr, sehr überspitzt dargestellt, aber das war der erste auch. Also es ist generell eine überspitzte Multikulti-Komödie. Ich hatte meinen Spaß, so 6 bis 7 von 10. Der Kalle ist da wahrscheinlich nah bei mir. Das ist so eine Nachmittagskomödie. Das musste nicht schauen, aber als die Leute mit mir im Kino waren, die haben sich alle fast bepisst vor Lachen. Und ich mich auch. Vielleicht sagt das auch nicht viel über meinen Feinhumor aus, aber ich fand ihn ganz gut. Das sagt aus, dass du weniger trinken solltest, bevor du in der Vorstellung bist. Das stimmt, ja. Ich sollte vielleicht doch mal eine Windel nehmen, ja. So, Leute, jetzt weiß ich, jetzt kommt euer Lieblingsfilm. Ich glaube, gerade Kaliel, glaube ich, der wird jetzt in Tränen ausbrechen. Friedhof der Kuscheltiere, Mensch. Oh, mein Auge zuckt. Ey, dieser Nebel, ich habe noch nie so realistischen Nebel gesehen in den Szenen, muss ich sagen. Ich habe auch noch ein Haus gesehen, wo von Anfang an schreit, hallo, zieht hier ruhig ein. Und da wird auf alle Fälle einer von euch sterben. Oder alle vielleicht. Ey, mittlerweile, ich glaube, würde ich in Hollywood als Schauspieler arbeiten und ich sehe, ey, Jason Clarke ist halt der Hauptdarsteller, sagt, oh nee, ich kann leider nicht, ich muss meinen Bus kriegen, ich kann da nicht mitspielen. Was ist eigentlich mit seinem Agenten los? Jason Clarke könnte eigentlich ein cooler Typ sein, aber der wird immer in Rollen und Filme gepresst, wo man sagt, ey, du verdienst es auch nicht anders, ganz ehrlich. Friedhof der Kuscheltiere, ja, ey, was soll ich sagen? Auch so ein Film, wie Michael meinte bei Shazam, den habe ich gesehen und bei den Credits musste ich auf meine Kinokarte gucken, um zu wissen, welchen Film ich gerade geguckt habe. Einfach so krass scheißegal. Und wenn dann dazwischen noch so Szenen kommen, ey, da wird einfach mal ein kleines Mädchen von einem Tanklastwagen hier, der Öl hinten drin hat oder Benzin oder sonst irgendwas, so mit so einem riesen Anhänger, ey, wird die überfahren und sie wird nicht zerfetzt, wie es einfach mal normal realistisch wäre. Nee, sie wird, ohne dass man äußeren Schaden sieht, irgendwie an den Rand geschmissen. Ich finde es übrigens super, dass du den größten Twist in dem Film gerade eben mal so lockerflockig rauskauen hast. Ja, wen interessiert denn die Scheiße, ganz ehrlich? Ja, aber das war doch die einzige Geschichte, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja nett, dass sie sich das haben einfallen lassen. Das fand ich noch ganz nett. Weil du natürlich als King-Leser und wenn du den Vorfilm kennst, rechnest natürlich, dass der kleine Sohn stirbt und dass dann die Tochter stirbt. Das war dann, ja. Aber sonst Zeitverschwendung. Schlechter Horror. Ein weiterer schlechter Stephen King-Film. Also es ist ja nicht so, dass es da nicht schon genug gibt. Micha, du bist schon in den Startlöchern. Du willst aber ganz bestimmt über Friedhof der Kuscheltiere noch was sagen. Ja, also der ist auch so in meiner Top 5, wenn man die Tabelle dreht. So, der war richtig grausam. Den habe ich tatsächlich auch im Kino gesehen. Deswegen war ich eben bei Shazam auch so vorsichtig, weil ich glaube, ich fand auch Shazam nur okay, weil ich vorher Friedhof der Kuscheltiere gesehen habe. So, da hätte man mir eine Menge vorsetzen können danach. Der war richtig unterirdisch. Und ich mag Jason Clarke eigentlich, weil das so ein, oh Gott, jetzt hätte ich fast gesagt, das ist ein Charakterdarsteller. Muss ich selber lachen. Nee, aber das ist so einer, der hätte gut in die 90er gepasst. So, keine Ahnung. Wenn der irgendwo mitspielt, dann ist er zumindest nicht das Problem des Films, sagen wir mal so. Aber diese CGI-Katze, Halleluja, ey. Ich habe mich selten in einem Horrorfilm so nicht gegruselt, das war unglaublich. Also, Junge. Ich fand es geil, wie der böse Sumpf da in dem Film einfach aussieht, wie irgendwo in Herr der Ringe irgendwie. Ganz, ganz schlimme Scheiße. Oh, schlimme Scheiße. Nächste Woche im April sieht genauso geil aus. Wir haben schlimmer Monat. Ey, war wirklich ein schlimmer Monat. April, wieder. Da können Sie sich wieder entschuldigen, dass das alles nur ein Scherz war. Die Teenie-Epic After Passion ist erschienen. Ich weiß nicht, warum sich... Ach, nee, ey, gib's auf. Aber, und da bin ich, glaube ich, einer der wenigen, der an dem Ding Spaß hatte. Und ich bin gar nicht ein Neil Marshall-Fanboy. Ich mochte Hellboy tatsächlich, Call of Darkness. Ich hatte damit einen riesigen, asozialen Spaß im Kino. Er tut mir leid. Pass auf, ich reite noch weiter, damit beide Augen jetzt bei dir zittern. Ich habe die Comics probiert, geben mir nichts. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Oh, ja, also... Erstmal spontan Durchfall, ey. Ja, irgendwie. Also ich kann das sagen, ich fand den Hellboy... Richtig geil. Danke, Kalil. Weiter geht's. Alfons Zitterbacke. Leute, was habt ihr? Das Chaos ist zurück, Baby. Ich weiß nichts mehr. Nee. Also ich fand den Scheiße. Die ersten zwei waren wirklich toll. Also fand ich wirklich gut. Aber den fand ich jetzt, also Remakes oder was auch immer, wie man das bezeichnen soll, Reboot, die Menschheit nicht braucht.
Es war ein Reschiss, sozusagen. Ich habe ihn nicht gesehen, also aufgrund der echt vernichtenden Kritiken und auch von vielen Kumpels von mir, die einen ähnlichen Geschmack haben, habe ich mir gedacht, nee, die Lebenszeit spare ich mir für was anderes auf. Ich glaube, das war der Grund, warum ich im April nicht mehr so viel im Kino war. Erst Friedhof der Kuscheltiere und dann der, also das war echt zu viel für einen alten Mann. Ja gut, dass dann Alfons Zitterpacke kam, ne? Ich sag, ey, wir sind jetzt schon im April und jetzt guckt mal, wie viel wirkliche Knaller wir im Kino hatten. Ey, ich sage euch, es war nicht so geil. Denn jetzt kommt, ey, Elias Mbarek, ne? Ich will's mal, will nicht beleidigend werden, aber das ist ein Gesicht, ich kann den nicht sehen. Es ist mir egal, was der macht. Ich fand auch hier Olle Fuck You Goethe in Teil 1 fand ich gar nicht mal so doof. Aber alles, was der irgendwie macht, das ist so dieses Aushängeschild so von diesen wegwerfdeutschen Komödien. Geht's euch da genauso oder? Ja, also ich kann Fuck You Goethe verkörpert für mich eigentlich alles, was ich im deutschen Film scheiße finde. Ich finde auch, Mbarek ist alles andere als ein Sympathieträger. Ich hatte auch mal das Vergnügen und habe den bei Dreharbeiten kennengelernt und selten so einen arroganten Typ erlebt. Ey, ich wollte es nicht sagen. Ich will keine Namen nennen natürlich und ist alles Hörensagen. Ich habe ihn selber nie kennengelernt, ist alles nur Hörensagen oder mein Eindruck von ihm in Interviews. Ich finde, der kommt so wahnsinnig arrogant und habe das jetzt schon öfters gehört, dass es kein Mensch ist, mit dem man sich gerne umgibt. Nö, also da habe ich noch damals für Mediamarkt gearbeitet und da hat er gedreht den TV-Spot für den DVD-Release von Fuck You Goethe. Und das war ein so arroganter Mensch, also auch seltenst erlebt, wirklich. Also Star-Allüren hoch 10 und eine Entourage an Bekleidung dabei, dass du gedacht hast, der Papst gelandet irgendwie. Schade. Na gut. Ich wollte nur ganz kurz erwähnen, es ging ja eigentlich um den Falcolini gerade und der ist richtig gut. Ich finde, das ist einer der besten deutschen Filme des Jahres gewesen. Das, also ich gehe da mit bei Elias Mbarek. Das ist bei mir immer so ein 50-50-Ding. Ich mochte ihn in zwei, drei Sachen schon. Dafür macht er aber insgesamt zu viel Scheiße. Aber der Falcolini verdient weder die Kritik noch, dass er untergegangen ist im Kino. Das ist ein richtig mit Herzblut gemachter Film. Liegt auch gar nicht mal an dem Mbarek, sondern Franco Nero in der Nebenrolle. Mega geil. Also würde ich schon empfehlen, mal zu gucken. Ist der besser als der Trailer? Weil der Trailer hat mich schon wahnsinnig angeödet. Ich finde ihn besser als den Trailer. Ich muss auch gestehen, ich habe den viel, viel, viel später erst geguckt. Also ich bin dafür nicht ins Kino gegangen, obwohl ich weiß nicht, was die den Kinobetreibern gezahlt haben, dass der hier monatelang im Kino lief. Immer so eine Vorstellung, so bitte geht doch noch rein, damit wir die Zahlen irgendwie schöner reden können. Ja, ist wirklich so, habe ich das Gefühl. Ist genau wie mit diesem perfekten Geheimnis hier. Aber oh, der Film verdient es wirklich gesehen zu werden. Das ist ein guter Film. Ja, da würde ich Micha zustimmen. Kein Einspruch in diesem Fall. Ich habe den jetzt auch im Heimkino nachgeholt und ich war auch echt positiv überrascht und vor allem Nero. Hey, der hat eine Präsenz, du, der löchert den Herrn Mbarek in den Szenen. Aber auch die Regie von Marco Kreuzpainter heißt das. Geiler Name. Geiler Name, ja, die ist auch wirklich gut. Und dann die Nebenrollen, die Alexandra Maria Lara ist gut und der Heiner Lauterbach. Also ich war auch echt überrascht, weil ich auch gedacht habe, das wird so ein träges Ding, so rein auf Mbarek zugeschnitten, aber so ist er nicht. Also der ist wirklich gut. Soll ich mal reinschauen? Ich nicht. Mich interessiert Nero auch nicht wirklich. Was mich auch nicht interessiert, ist Loranas Fluch. Das ist schon wieder irgendein Spin-off von dieser Conjuring-Soße. Nichts gegen Conjuring. 1 und 2 waren ganz okay. Waren gute Filme. Okay. Waren mittelmäßig. Die waren schon gut. Ja, würde ich auch sagen. Aber hier Loronas Fluch, da der Trailer, der hat mir schon in die Augen gekotzt, ey. Das war doch nix. Und wenn ich die Kritiken alle so mitgekriegt habe, der gehört in den April, sagen wir es so. Einer gesehen? Nein. Nee. Aber ich bin im April geboren. Vielen Dank. Gerne. Ja, aber beleibte Männer mit Glatze, die im April geboren sind. Oh Gott. Ja. Du, ich sag's immer wieder, du umspielst es mit deinem Bart, den Tattoos, du. Ja, Berliner Charme. Ja, natürlich. Ich wollte noch ganz kurz, weil eine Woche zuvor, am 11. April, ist im Heimkino Upgrade gestartet in Deutschland. Und das ist für mich einer der besten 10 Filme des Jahres. Großartiger Sci-Fi-Thriller vom Saw-Macher Leif Whannell. Der hat den, glaube ich, auch geschrieben so, ne? Und auch eine Rolle gehabt. Das ist wirklich packend und ziemlich hart auch. Hat eine raffinierte Story. Ein super Hauptdarsteller, den Doppelgänger von Tom Hardy. Logan Marshall Green heißt er. Und wirklich visuell und handwerklich echt super inszeniert.
und für mich wirklich ein Genre-Highlight und unbedingt anschauen, Leute. Bin ich absolut dabei. Upgrade ist auf jeden Fall ein Jahreshighlight. Der hat so viel Bock gemacht und der tritt allen High-Class, möchte gern Michael Bay, Six Underground Action-Film so in den Arsch. Wer wirklich auf handgemachte Action steht und auf ein geiles Drehbuch, der muss Upgrade auf jeden Fall gucken. Khalil noch nicht gesehen auf Fantasy-Film? Nee, aber der steht auf meiner Liste tatsächlich. War unbedingt schauen. Ich bin lieber Nell-Fanboy, von daher wird er noch geguckt. So, ansonsten kam nur raus, ey, wenn du König wärst, so ein Teenie-Fantasy-Ding. Van Gogh sollte man, finde ich, noch erwähnen. Den fand ich nämlich richtig gut. Also ein toller autobiografischer Film. Und Defoe ist wirklich ein unglaublich geiler Charakterdarsteller. Also fand ich wirklich ziemlich gute Unterhaltung. Ja, ansonsten ist halt Ende April dann auch so ein kleiner Film namens Avengers Endgame gestartet. da haben wir schon alles zugesagt, ne? Ja. Alles klar, denn weiter. 25. April sind wir jetzt schon und ja, ist für mich gar nichts bei. Naja, Fighting with My Family. Also ich bin ja seit Midsommar offiziell verheiratet mit Florence Pugh und muss aber Fighting with My Family noch sehen. Auf da schwören ja so manche drauf und der soll richtig gut sein mit The Rock in der Nebenrolle und ist quasi die Biografie der ersten Etappe von welche Wrestlerin? Paige heißt die. Genau. Und ja, der ganz viel erlebt. Und man kann bisher ihr Leben in 2-3 großen Bausteinen unterteilen. Und der erste Baustein wäre jetzt quasi das, was der Film hier zeigt. Fighting with My Family. Nick Frost in der Nebenrolle soll tatsächlich sehr zu Herzen gehen, sehr schön gespielt sein und großartig. Und das Ding würde ich mir wahrscheinlich sowieso blind auch kaufen für einen schmalen Taler. Ja, ist ein absolut toller Film. Ich mag den total. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn auch erst viel später geguckt, weil eben The Rock auf dem Cover ist. Und ich mag Dwayne Johnson eigentlich. Warum die den hier mit aufs Cover gepresst haben, ich finde, da denkt man automatisch, das ist nur irgendeine Komödie, wo er wieder so seine Fresse für hinhalten muss. So Jumanji und was weiß ich. Der ist ja so omnipräsent im Moment. Ich finde, hätte man den da nicht drauf gesetzt, hätte ich mir den vielleicht sogar eher angeguckt. Weil erstmal ist Vince Vaughn in einer sehr geilen Nebenrolle. Den haben sie nicht mal mit draufgesetzt, glaube ich, aufs Cover. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich hab's nicht vor Augen. Nee. Und Nick Frost spielt in einer richtig geilen Rolle, aber vor allen Dingen auch Florence Pugh und der Typ, der ihren Bruder da spielt, also den Bruder von Paige. Das ist ja keine reine Komödie. Also der hat auch durchaus so seine ernsten, dramatischen Momente und so. Ich war echt sehr, sehr positiv überrascht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der in der Top 10 oder so landet, aber der geht so Richtung Instant Family, also plötzlich Familie. Wenn man so Komödien mag, die so ein bisschen Feelgood sind, aber auch eben so mit ernsterem Background, dann sollte man sich den auf jeden Fall mal angucken. Das ist ein sehr cooler Film. Dann sind wir jetzt auch schon im Mai angekommen und ich habe nur einen davon gesehen. Erwähnen würde ich Hole in the Ground, denn welchen ich gesehen habe im Netz der Versuchung und One Cut of the Dead. Den habe ich nicht gesehen, da schwören ja ganz viele drauf, weil ich muss sagen, Zombies sind für mich einfach nur noch langweilige Scheiße. Schau ihn dir an. Nee, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann Zombies nicht mehr sehen. Ich finde alles, was mit Zombies zu tun hat, einfach nur langweilig. Egal, ob es Train to Busan ist oder... Schau dir an, weil ich glaube, du wirst ziemlich überrascht sein. Mann, das sagen alle so. Ja. Zu allen und Zombie-Filmen, die halbwegs irgendwie was gut das können. Ding ist, ey, wie gesagt, ich bin voll bei dir. Ich kann Zombies nicht mehr sehen. Ich bin bei Walking Dead und Fear the Walking Dead schon lange ausgestiegen. Will bei mir echt was heißen. Aber schau dir an. Ich möchte gar nicht so viel spoilern. Und die erste halbe, dreiviertel Stunde ist zäh. Aber dann hat der Film wirklich mehr, sage ich nicht dazu. Anschauen. Okay, na gut. Aber im Netz der Versuchung, Leute. Ey, den Film, den muss man gesehen haben. Ich sage, nach diesem Film seid ihr ein anderer Mensch. Guckt im Netz der Versuchung. Ich sage gar nichts weiter dazu. Ey, hat ihn bitte einer von euch gesehen? Nein. Nein. Es ist einer dieser Filme, der was anderes ist, als der Trailer suggeriert, sag ich mal. Mehr sollte man nicht erzählen. Es ist großartig, dass Leute sich sowas trauen. Und es ist noch großartiger, wie scheiße das ist. Es ist einfach so, ach, ich überlege tatsächlich, ob ich mir den in die Sammlung holen, weil der an Scheißigkeit sehr lange nicht überboten werden wird. Ich glaube, deswegen muss ich ihn haben. Das ist schon kein Autounfall mehr, das ist so der nukleare Holocaust. Hast du schon Cats gesehen oder nicht, oder? Ey, ich bin jemand, der diese anthropomorphen Katzen sieht und damit kein Problem hat. Also wenn das das einzige Problem ist, weil ich höre nur, wie die Leute darüber die ganze Zeit lästern. Und wenn das das einzige ist, sage ich, okay, dann gebe ich dem Film eine Chance. So, 9. Mai, Pokémon Meister Detektiv Pikachu
Stan und Ollie sollten wir noch erwähnen. Auf jeden Fall Master Z, The Man Legacy. Ja, und das war eigentlich schon von meiner Seite aus. Ja. Ey, Pikachu, ich habe mit Pokémon null am Hut, habe den Film geguckt und fand ich einfach nur, ey, ist so sehr nicht meins, dass ich mich nicht mal drüber aufrege. Ich gucke das und sag einfach, ey, der Film existiert einfach nicht in meiner Wahrnehmung. Das ist so einfach nichts. Ja, siehst du, so ging es mir auch. Das meine ich so. Es gibt so viele Filme dieses Jahr, die sich so gegenseitig den Staffelstab zuwerfen. So, ich bin belangloser. Nein, ich. So. Also, wie viele von euch kennen Jungs zwischen 12 und 16? Bin nicht in dieser Ausrichtung, Kali, lässt du dir leid. Ich sag's deshalb, weil ich denke über den Film ähnlich wie ihr beiden und habe auch echt physische Schmerzen schon ein bisschen beim Angucken. Aber meine beiden Neffen sagen mit Inbrunst einer Überzeugung, das wäre der beste Kinofilm dieses Jahr. Ah, der hat so seine Momente und ich fand den auch nicht schlecht. Da bin ich vielleicht einfach auch zu kinderlos und selbst so groß für, dass ich den jetzt für mich selber abfeiern könnte. Ich glaube schon, dass Kinder den ganz geil fanden. Der war ja jetzt auch nicht CGI-technisch irgendwie so richtig scheiße oder so. Der ist halt nur echt so für mich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, warum ich den überhaupt geguckt habe. Ich auch nur. Ich bin am Kino vorbeigelaufen und der hat genau in dem Moment angefangen. Da habe ich gedacht, okay, ich habe heute nichts vor, so guck, einfach um mitreden zu können, guck sie den mal an. Und die hat schon vorher verloren in diesem Sinne. Guck mal, wir haben Deadpool als Stimme für Pikachu. Schon in dem Moment war der für mich raus. Das ist für mich so zu konzipiert. Ne, brauche ich nicht. Hat einer Stan und Ollie gesehen? Ich leider nicht. Ich habe ihn gesehen, aber ich muss sagen, also fand ich eher einen schwachen Biopic. Also hat mir nicht so wirklich gefallen. Ich finde es ein bisschen, also schauspielerisch fand ich ihn ganz gut, aber bin nicht so wirklich warm damit geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, na dann will ich noch zwei Wörter auf jeden Fall zu Master Z sagen. Den durfte ich im Kino sehen, im Original mit deutschen Untertiteln und war hellauf begeistert. Also ich war ja so ein bisschen enttäuscht von Ip Man 3, also es ist ja ein Spin-off von Ip Man mit einem Charakter aus Ip Man 3 und muss tatsächlich sagen, dass dieser Jin Zhang oder wie er jetzt international heißt, Max Zhang, ey, für mich mit diesem Film erstmal auf einer Stufe steht mit Donnie Yen. So was Präsenz angeht, was Fähigkeiten angeht, was einfach auch den Kampfstil angeht, den ich mir wahnsinnig gerne angucke. Und der ist ja auch so ein kleines Kerlchen. Und aber wenn der zuschlägt, denkst du dir, heilige Scheiße, der ist richtig gut und der ist sympathisch. Dazu denn einen Dave Bautista, der ja gerne auch in so einem B-Movie-Martial-Arts-Nebenprojekten und mit ein bisschen Fantasy manchmal auch einfach gerne mitspielt. Der ist super als Bösewicht. Und dann hast du ja noch einen Tony Jaa dazwischen und eine wunderbare, einfach nicht alternde Michelle Yeoh. Mhm. Und was war das? Du, ich sag Michelle Yeoh und da wird gehupt. So. Ich finde das völlig verständlich. und ich sag mal, der große Unterschied ist halt im Regiewechsel. Du hast im Original hast du halt einen Wilson Yip, der ähnlich wie Sammo Hung so auf schnelle, harte Kanten steht. Da hast du wenig Wirework drin und bei Wu Ping hast du die natürlich drin. Wu Ping hat zum Beispiel auch, Kill Bill hat ja die Martial Arts Szenen zum Beispiel gemacht. Und das siehst du hier wieder. Jetzt hier und da ein bisschen Wirework drin, aber nicht so viel wie von ihm gewohnt. Und da gibt's richtig gut auf die Fresse. Das ist einfach ein geiler Film und der ist auf jeden Fall besser als zum Beispiel Ip Man 3. Ich würde sogar vielleicht sagen, besser als Ip Man 2. Deswegen jeder, der Martial Arts oder irgendwas in die Richtung gut findet, ist das ein absoluter Pflichtfilm. Und der leidet nur so ein bisschen über diesen Spin-off-Charakter. Aber der ist komplett eigenständig und geil und kann richtig was. Kinostarts darauf, die Woche gibt es nur einen, der überhaupt, also für mich erwähnt wird. Neil Jordan hat zwar noch Greta rausgebracht mit Isabelle Huppert und Chloe Grace Moretz, aber komplett kein Interesse an dem Ding. Und welchen ich sehen musste, war The Silence. Und das ist ja eigentlich ein Film, der von Netflix aufgekauft und produziert wurde, teilweise möchte ich sagen. Und der nur bei uns und ach irgendwo anders in irgendeinem Schlag-mich-Totland kam der ins Kino. Und ey, zum Glück gibt es Stanley Tucci. Der Typ ist einfach, ich liebe diesen Menschen. Und Kiernan Shipka finde ich auch wahnsinnig charismatisch. Die Dame, die gerade die Hauptrolle in Sabrina, der Serie auf Netflix spielt zum Beispiel. Aber das war so eine hingerotzte Scheiße um irgendwelche Wesen. Da wird wieder in irgendeine Höhle aufgemacht. Dann kommen da so etwas größere Flughunde, Flugfledermäuse, die halt die ganzen Menschen angreifen. Die können wieder nicht gucken. Deswegen müssen alle leise sein. Hör mir auf.
gar nicht gucken. Der Film kann mal ruhig sein. Aber in der Woche kam noch ein anderer, den ich ziemlich geil fand. Lass mich raten, Dave Made a Maze. Oh ja, ich fand den total super. Ein total kleiner Film, wunderbare Tricktechnik. Immer ein Typ, der in seiner Wohnung ein Labyrinth baut und wirklich sein Labyrinth drin ist. Total schräg, erklärt nichts, aber macht unglaublich viel Spaß. Also viel Liebe zum Detail, das ist wirklich ein ziemlich, ziemlich cooler Film. Hat denn einer von euch beiden noch gesehen? Leider nein. Nein, sagt mir gar nichts. Aber du, John, du kennst ihn. Ich kenne den und habe auch ein bisschen die Pre-Production so ein bisschen verfolgt. Habe ich recht früh auf dem Schirm gehabt und als dann der erste Trailer rauskam, war das genau das, was ich erwartet habe. Der ist halt so ein bisschen, also ich habe ihn noch nicht gesehen, weil leider die Leute, denen ich in der Kritik so ein bisschen vertraue, fanden den halt sehr generisch, sehr enttäuschend. Und deswegen hat sich das bei mir so ein bisschen eingestellt, die Vorfreude, und habe nicht mehr so wirklich Bock, den zu sehen. Okay. Die Machart ist halt geil. Der baut sich halt in seiner Wohnung so ein kleines, weiß ich, so eine Papphütte aus einfach so Kartons. Und dann geht er da halt rein und ist komplett in der eigenen Welt, wie so ein positiver Fiebertraum, als hätte vielleicht ihr Jim Henson, als wenn der früher einen Film gemacht hätte, so in die Richtung mit ein bisschen mehr Indie-Flair. Also ich fand es wirklich super lustig und wirklich tricktechnisch Wahnsinn. Also die Details waren einfach ein Traum. Also ich empfehle ihn wirklich zum Anschauen. Also wir sind ja relativ häufig auf einer Linie, deswegen so gerade was wirkliche Filmliebhaberprojekte angeht. Von daher, na gut. So, und dann geht jetzt der Sommer langsam los. Gleich als erstes mit einem riesen Kaboom. Und zwar, liebe Leute, John Wick Kapitel 3. Also ich war noch nicht satt, aber ich lasse euch erstmal den Vortritt. Also ich bin gleich raus, weil ich habe noch keinen John Wick gesehen. Oh. Jetzt muss ich nachladen hier. Nein. Auf jeden Fall, John Wick Kapitel 3, darf ich ein paar Kugeln verschwenden für den Film. Hat mich wieder großartig unterhalten. Ich finde vor allem immer noch ist es so, dass die Action wahnsinnig geil gemacht ist. Großteils noch handmade. Sowas gibt es im Mainstream-Kino aktuell überhaupt nicht mehr, außer eben bei John Wick zu sehen. Keanu Reeves ist einfach eine geile Sau. Ich finde zwar, der hat jetzt schon die ersten Verschleißerscheinungen, Wiederholungen. Der Wüstenpart im Mittelteil bremst das Ganze ein bisschen aus. Und das offene Ende für Teil 4 stößt mir auch ein bisschen sauer auf, muss ich sagen. Aber trotzdem, hey, wer auf Actionfilme steht, der kriegt da echt einen stylischen Actionknaller, der Spaß macht. Ja, ich fand ihn auch gut. Also ist auf jeden Fall einer der Filme, die man, wenn man über 2019 spricht, sollte man den auf jeden Fall gesehen haben, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man auch die anderen beiden mag und gesehen hat. Im Kino hatte ich unglaublich Spaß in der ersten Hälfte oder sagen wir so im ersten Drittel. Ja. Da hat er mich sofort wieder abgeholt, aber leider auch mega ausgebremst mit allem, was danach in der Wüste kam. Und ich bin überhaupt kein Fan vom Ende gewesen, beziehungsweise von diesem, ich weiß gerade nicht, wie der asiatische Kollege da heißt, ich habe den Namen vergessen, mit dem er sich da ständig duelliert. Der Humor, der Humor und so, das passte gar nicht da rein, fand ich. Hat mich völlig rausgeholt. Mega geil natürlich am Ende, wie er da seine Hand hebt, mit dem abgehackten Finger und so auf Teil 4 hindeutet. Fand ich super geil. Aber ich feiere den jetzt nicht so geil ab, wie viele das tun. Dafür war er mir insgesamt dann doch zu schwach. Aber wie gesagt, das erste Drittel war immer noch sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, ich fand ja den zweiten Teil, der hatte für mich ein bisschen geschwächelt. Und finde, dass der dritte endlich, der holt wieder auf, der lädt nochmal nach. Und wie Flo schon meinte, ich finde auch Wüstensetting scheiße und das Ende scheiße, weil da wird er für mich jetzt langsam zu sowas wie einem unmenschlicher Superheld. Also das ist so, wo ich mir sage, ey Leute, übertreibt man nicht. So. Dafür hat der aber, ey Leute, die Hunde-Action, mega. Pferde-Action. Also da war ich wirklich so, ich saß, die Pferde-Action, wo unser guter Kumpel Chan weggerissen, ne? Ja. Von den Plan B-Jungs von Real Deal. Und Tiger Chen spielt auch kurz mit dem er ja Tai Chi hier gemacht hat. Wie heißt er? Man of Tai Chi. Ja. Jeder, der sich so ein bisschen auch im Stuntfach auskennt, ey, der sieht da so viele bekannte Nasen. Und sowieso stuntmäßig ist das Peak. Und auch die Brutalität, die ist teilweise echt menschenverachtend auf gute Art und Weise. Allein alles, was mit dem Messer abgeht, so Messer, Auge, I, sag ich nur. Und hat für mich die beste Stelle aller drei Teile, wo Halle Berry meint, Krieg anzufangen, aus einem guten Grund, als der Typ ihren Hund erschießen wollte. Und sie fängt den Krieg an, den Kleinkrieg da, und sagt zu John, ey, er wollte meinen Hund töten. Und er einfach nur entgegnet, ja, schon klar. So, da habe ich gesagt, ey, ja, Mann, wegen Hund, verstehst du? Wegen Hund, du Pisser.
Richtig, alles richtig gemacht. Ich hätte genauso reagiert, wenn der meinen Hund angefasst hätte. Hey, töte meinen Freund, so sage ich, hey, okay, alles Geschäft. Aber geh an meinen Hund ran. Alter Leute. Alles klar, mit dir sollte man befreundet sein, ne? Ey, unbedingt. Hast du nur gute Karten. Aber auf jeden Fall sagen wir, ey, John Wick 3 trotzdem, allein auch das Ende. Ich war ja immer, mein Lieblingscharakter war ja der Portier in den Hotels, der Schwarze mit der Glatze. Und ich habe mich immer drauf gefreut, dass der mal mehr macht. Und als der im dritten Teil seinen Granatwerfer oder weiß ich was nachlädt und sagt, jetzt geht er mit John, kämpft er Seite an Seite, habe ich gedacht, oh, ey, das ist wie ein Porno, ey. Das ist einfach nur gut, nur mit schlechterem Ende. Auf jeden Fall können wir abhaken, kommen wir zum nächsten Brett, Leute. Aladdin ist gestartet. Jo, hat einen guten Song, einen überraschenden Will Smith, positiv gemeint als Genie und danach aber ansonsten vergessen. Guy Ritchie, sehr traurig, dass der Aladdin gemacht hat. Finde ich eigentlich anders. Ich habe den schon zweimal gesehen und ich bin echt positiv überrascht und halte den für einen der besten Remakes überhaupt von Disney. Ich fand den echt gut, unterhaltsam. Klar ist das Ganze vorhersehbar, zuckersüß und ohne die großen Spannungs- und Bedrohmomente, aber Guy Ritchie, ich liebe ja seinen Stil. Ja, Leute, ich mag auch King Arthur. Ich bin ein Trottel, aber nein, ich bin vertrauenswürdig. Okay, ich mag Arthur, ich bin ein Trottel. Nein, aber viele mögen den ja nicht, das wisst ihr ja auch, aber ich bin Guy Ritchie-Fan eigentlich immer noch und klar, sein Stil scheint da teilweise durch, das muss man mögen. Will Smith war richtig gut, ich fand die Darsteller sympathisch, die haben ein bisschen was geändert, jetzt speziell auch an der Jasmin-Figur, dass die ein bisschen mehr, ich wollte schon sagen Eier bekommt, nein, ein bisschen mehr in die starke Frau-Rolle kommt, das fand ich auch echt hier sinnvoll und der Bösewicht im Trailer null mich abgeholt, im Film fand ich ihn gut, also eine positive 7 von 10, würde ich sagen. Da gehe ich mit. Ich fand den richtig gut. Ich war tatsächlich mega überrascht, dass ich den so gut fand. Also ich bin da eigentlich mehr oder weniger aus Dategründen ins Kino gegangen und am Ende habe ich den gefeiert und ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt. Der ist tatsächlich nach 80 Filmen jetzt auch in meiner Top 10 geblieben. Ui. Weil, ja, also ich weiß gar nicht, was genau es war. Also ich fand erstmal, hat mich vorher schon super abgefuckt. Ich liebe ja Social Media, das ist so eine Hassliebe, ne? Aber wenn Leute etwas vorverurteilen, und gerade in der Filmwelt, das ist ja ein rotes Tuch für mich. Und diese ganze Diskussion, Will Smith in Blau und sollte er den Genie spielen und sollten nicht ausschließlich Araber, Aladdin und Co. spielen und so weiter, das ist mein rotes Tuch. Da kriege ich wirklich zu viel. Und ich finde, das war einer meiner Jugendfilme, Aladdin, tatsächlich einer der Disney-Filme, mit denen ich dann noch groß geworden bin. Und es hätte keiner diesen Genie geiler spielen können als Will Smith. Ganz ehrlich, ich fand den richtig cool in der Rolle. Auch also preisverdächtig in der Rolle, weil er den einfach so geil verkörpert. Also der hat sich schon was dabei gedacht, wie er ihn so darstellt. Und ich fand jetzt auch nicht alles gut, was Will Smith in der Vergangenheit gemacht hat. Ich mag den zwar, aber in der Rolle, ich finde, die war wie gemacht für den. Naomi Scott, die ja die Prinzessin spielt, ist ein Love Interest. Da bin ich nicht ganz neutral, ganz klar. Aber ich fand, der war super schrill, super bunt, also sehr, sehr viele Eindrücke. Der hatte so seine eigene kleine Welt so geschafft zu kreieren, was König der Löwen grandios nicht hinbekommen hat. Und abgesehen tatsächlich von dem Kerl, der Aladdin selber spielt, der ja auch jetzt Interviews gibt, in denen er sagt so, außer Aladdin interessiert sich eigentlich auch kein Studio mehr für den, von dem werden wir wahrscheinlich nie wieder was hören. Aber so insgesamt dieses Drumherum, auch die weibliche Nebenrolle, die da neben der Prinzessin hin und wieder auftaucht, fand ich auch super ulkig. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ist der einzige Disney-Film seit langem, der auch wirklich diesen Disney-Flair für sich behalten hat. Also wirklich diesen Abenteuer-Flair. Für mich einer der besten Filme des Jahres tatsächlich. Krass, okay. Ja, ey, kein nichts zu sagen. Ich finde es ja immer toll, wenn da Leute begeistert sind. Ich will ja auch mal gar nicht so eine Miesmuschel da sein, aber nee, ich fand den tatsächlich überwältigend. Ich fand den einfach, wie schon sagst, Aladdin selber, den fand ich halt im Trickfilm, fand ich den cool. Auch heute noch finde ich Aladdin im Trickfilm cool. Die Realverfilmung ist das halt so ein Backpfeifengesicht einfach so. Ich wollte gerade sagen, keine Milchschnitte. Ich habe tatsächlich gerade überlegt, hab ich gedacht, nee, das Wort habe ich heute schon gesagt. Aber nee, ey, freut mich doch, wenn ihr Freude hattet. Gehen wir einfach weiter in den nächsten Monat. Und zu meinem nächsten Gang aus dem Kino raus, bevor der Film zu Ende ging. Scheiße, ey. Und zwar Godzilla 2. Der hat mir einfach nur wehgetan. Ich habe kein Problem mit dem direkten Vorgänger. Ich bin großer Godzilla-Fan. Bester Teil ist für mich immer noch Shin Godzilla. Selbst noch vor dem Original aus den 50ern. Und ich habe den angeguckt und konnte es einfach nicht wahrhaben, was mir für eine Scheiße präsentiert wird. Also optisch will man gar nicht sagen. Der ist top inszeniert, auch wenn ein paar CGI-Effekte außerhalb der Monster besorgniserregend mittelmäßig aussehen. Millie Bobby Brown geht mir leider durch ihr privates Leben schon auch auf der Leinwand auf den Sack. Das projiziert sich leider auf ihre Person in den Filmen bzw. Serien.
Und dann geht der Film los und geht mit seinen Figuren um, mit seinen Charakteren, mit den Situationen, als wäre man geistig behindert. Womit ich die geistig Behinderten nicht deformieren will. Aber ich habe gedacht, das kann doch nicht deren Ernst sein. Figuren, die man geliebt hat aus dem Vorgänger, werden einfach so rausgerupft, als wären es einfach irgendwelche Statistennummer 85 so. Und fand ich ganz schlimm, konnte mir das nicht lange angucken und musste nach, glaube 45 Minuten irgendwie rausgehen. Ging mir genauso. Ich bin nicht rausgegangen, weil ich nicht alleine im Kino war. Da habe ich Rücksicht auf die anderen genommen. Aber ich wäre am liebsten rausgegangen. Und das sagt bei mir schon viel, weil ich ein absolut großer Godzilla-Fan bin und noch viel größerer Fan vom Vorgänger. Weil ich fand, dass Gareth Edwards im Blockbuster-Kino sich endlich mal was getraut hat. Also der hat tatsächlich ja beim Vorgänger sich so die Zeit dafür genommen, für dieses Bombastische. Der Godzilla selber, das haben ja viele gehasst, hat ja noch die geringste Screentime von allen Beteiligten im ersten Teil. Und trotzdem kommt der so episch rüber. Dieser Film hat mindestens 5, 6 Standalone-Momente, die allein audiovisuell mit das Beste sind aus den letzten Jahren. Da diskutiere ich auch nicht drüber. Da gibt es so viele geile Momente. Und ich hatte es schon befürchtet, als dann dieser Kong hinkam, mit nur noch bescheuerten Militärsprüchen, Action und was weiß ich. Und dann hieß es ja, die Filme werden am Ende zusammenfinden. Und ich hatte schon so Panik davor, dass alles, was Edwards da aufgebaut hat, eigentlich am Ende für die Katz ist. Und dann kommt dieser Godzilla 2, King of Monsters. Der Titel ist schon so grundbeschissen. Und dann schreiben die Dialoge, wie du schon sagtest, ne, auch Figuren aus dem Vorgänger, so Ken Watanabe und so. Den wird praktisch alles genommen, da verkommt jeder nur noch zu irgendeiner Witzfigur. Und mein Gott, die Story, die sich da so krampfhaft versucht haben, drumherum zu schreiben, damit das irgendwie passt. Halleluja, ich glaube, ich habe selbst im sehr geschundenen Blockbuster-Kino, und auch in diesem Jahr war ja wirklich viel Mist, was das angeht, da schafft er es aber echt nochmal einen draufzulegen. Und das tut mir innerlich so weh, weil ich einfach diesen Film so geil finden wollte. Aber der Michael Dougherty, wenn ein Regisseur vorher schon sagt, ja, ja, also mehr Monster, mehr Action, mehr Humor, dann denke ich so, oh fuck, ey. Dann vielleicht einfach nur bei Netflix rein und weg damit, ey. Weil das wollte ich so gar nicht sehen. Da kann ich mir auch wieder Jurassic World angucken oder was weiß ich oder noch schlimmere Kacke. Und der hat halt echt seine Versprechen gehalten. Er hat alles schlimmer gemacht. Und ich muss auch sagen, so auch das CGI und auch audiovisuell, den Score lasse ich außen vor, den fand ich tatsächlich ganz geil. Auch audiovisuell, klar sah das noch geil aus, aber auch das war so gehetzt. So auf, die müssen jetzt cool aussehen für ein paar Sekunden. Das hatte nichts vom Vorgänger. Da war so nicht die Faszination dabei. Auch so Godzilla selber ist eigentlich nur noch eine Witzfigur gewesen. Boah, das ist so ein richtiger Hassfilm geworden. Der regt mich auch einfach nur auf. Na, dann gehen wir doch einfach weiter. Rocketman habe ich geguckt, nachdem ich ja bei Bohemian Rhapsody, muss ich sagen, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so eine Heulattacke hatte. Positiv gemeint, während der letzten 20 Minuten. Und da habe ich gedacht, okay, mit dem Gefühl, wenn die jetzt sehen, Rocketman ist ja gefühlt aufgesprungen auf den Zug. Taron Egerton hat sich schon Jahrzehnte fast vorbereitet auf die Rolle, hat ja schon öfter gesungen von Olle Elton John und so weiter, kennen sich ja auch persönlich alle. Es kam einfach niemand anderes in Frage für Rocketman. Und habe den dann gesehen und ist ein richtig guter Film, hat verpasst es allerdings. Irgendein Mikro wuselt da gerade rum schon wieder. Der Kurt Raschel ist wieder da. Schuldig. Und verpasst es allerdings, dass der so in einem Rutsch Gänsehautmomente verpasst. Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass Elton John von der Musik her auch nicht so episch ist und mir auch nicht so zusagt wie natürlich Queen. Trotzdem, letzter Song, ich glaube, der auch in die Credits übergeht, da hatte ich ja nochmal ganz dicke Gänsehaut, aber er reicht für mich nicht, Bohemian Rhapsody. Ich würde die gar nicht miteinander vergleichen. Also ich meine, klar, musiktechnisch logisch, dass der jetzt mit Bohemian Rhapsody verglichen wird und auch konkurrieren muss. Wenn man ja nach Bohemian Rhapsody Rocketman rausbringt, dann ist das halt so. Dann hat man sich da selber reingeritten. Ich fand den Film, der ist tatsächlich so mein viertliebster des Jahres. Ich feiere den unglaublich ab und ich bin eigentlich gar nicht mal so der große Elton John-Fan. Es gibt so vielleicht 5, 6 Songs von ihm, die ich tatsächlich auch mega geil finde. Und ich bin ein riesengroßer Queen-Fan. Trotzdem würde ich sagen, als Musik-Biopic ist Rocketman meiner Meinung nach sogar stärker. Aber gar nicht mal, weil er vielleicht wahrheitsgetreuer ist oder so. Was ich an dem Film aber schätze, ist die eigene Art, die der so hat. Dass der hin und wieder in so ein bisschen Fantasy-Musical abdriftet. Der ist halt nicht komplett mainstreamig, meiner Meinung nach. Also der hat so seine eigenen kleinen Momente und ist auch so ein bisschen Musical-mäßiger, meiner Meinung nach, als Bohemian Rhapsody. Und Taron Egerton als Elton John selber ist tatsächlich für mich eine Oscar-Nominierung.
Also für mich absolute Sehempfehlung, aber da muss man halt auch auf Musikfilme stehen, glaube ich. Für mich auf jeden Fall absolutes Jahreshighlight gewesen. Ich fand den auch richtig gut. Also ich finde auch, man kann die schwer vergleichen. Klar, die Queen-Musik ist für mich auch epischer und größer jetzt als Elton John, ohne ihn jetzt da an die Karre zu fahren. aber die Inszenierung finde ich gut. Wie Michael gesagt hat, den kannst du 1:1 so als Musical zukünftig auf die Bühnen der Welt bringen, am Broadway und so. Und der wird perfekt funktionieren. Zudem finde ich, im Gegensatz zu Bohemian Rhapsody, befasst er sich auch expliziter mit den Schattenseiten von Elton John. Alkoholsucht, Drogensucht, bietet dann bisschen mehr Tragik und emotionalen Tiefgang in der Richtung mit den Suchtmitteln. Deswegen fand ich auch besser als Bohemian Rhapsody. Also ich mag die Musik von Queen mehr. Nichtsdestotrotz ist Elton schon ein Ausnahmemusiker. Aber ich fand ihn einfach ehrlicher, der hatte mehr Fleisch dran als Bohemian Rhapsody. Also da bei Bohemian Rhapsody hatte ich echt das Gefühl, der war mir einfach eine Spur zu glatt gebügelt. Und ich finde halt, der macht es in vielerlei Hinsicht richtig. Also der ist schillernd, der Film, der ist bunt, der zeigt dieses Hedonistische, was Elton schon hat. Aber der zeigt halt genauso auch die Schattenseiten. Und also es ist ein wunderes Werk einfach. Ich finde auch, der ist, und das meine ich überhaupt nicht negativ, der ist einfach auch ein bisschen schwuler. Ne? Also wenn man davon ausgeht, sowohl Freddie Mercury als auch Elton John sind ja nun mal schwul. Und ich finde, da gehen Edgerton und die Macher einfach viel ehrlicher dran. Und bei Bohemian Rhapsody habe ich so das Gefühl gehabt, so irgendwas hat hinten am T-Shirt gezupft und gesagt, nee, das will die Masse vielleicht doch nicht sehen. Und ja, das Problem hatte ich nämlich auch ein bisschen, dass dieses, dass er schwul ist, ziemlich schwach. Bei Bohemian Rhapsody ist es eben kommerzschwul. Genau, richtig. Also da fehlt so ein bisschen der Mut zum Mainstream, also zum... Indie-Schwul. So beim Rock-Schwul. Halligalli Drecksau Party. Sozusagen. Ich würde sagen, Bohemian Rhapsody ist bi und Rocketman ist schwuler. Weil Freddy wird ja auch gezeigt, er war ja bi anscheinend, also laut. Ja, klar. Mit Frauen auch was angeblich gehabt. Aber Rocketman hat mehr Ecken und Kanten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde vor allem die Musical-Nummern auch toll. Also super inszeniert. Und Edgerton, ich will ihn nicht ganz abschreiben gegen Phoenix. Ich glaube auch. Ich finde, man sieht ihm auch einfach an, der hat sich halt echt Jahre auf diese Rolle vorbereitet, ohne zu wissen, dass er sie kriegt. Also ich glaube, der wollte schon immer Elton John irgendwann mal spielen. Das siehst du dem einfach an. Und bei Rami Malek, ich liebe seine Version von Freddie Mercury, gar keine Frage. Aber der wurde da reingepresst, da waren andere vorher. Das war nicht die Nummer-1-Wahl. Und bei Edgerton siehst du einfach, das war so meant to be. Also da war schon immer klar, der wird das machen. Ey, erste Szene, wenn er sich dann die Selbsthilfegruppe hinsetzt, da wusste okay, Bomb. Alles klar, wird eine Wucht jetzt. Ja. Gut, gehen wir mal weiter. Ein Satz, Abi Wegelweig, den nur noch im Kino gesehen hatte, ist halt Ma. Sie sieht alles, wieder Blumhouse Production. Octavia Spencer ist eine coole Sau. Verdienstwertes Machwerk. So, und dann sind wir auch schon im letzten Monat. Guck gerade, erste Juniwoche, viele, also erwähnen, weil der hat ja einen gewissen Standing jetzt schon langsam. Mich interessiert ja null, weil alles, was ich davon sehe, mich einfach jetzt schon anödet, ist Burning. Den ja sehr viele gucken, der irgendwie einen Film, den wohl keiner erklären kann, worum es wohl geht. Es geht gleichzeitig um nichts und gleichzeitig um alles. Ein koreanischer Film, welchen ich gesehen habe, ist dann X-Men Dark Phoenix. Ansonsten für die Kleinen vielleicht wichtig, kam noch TKKG raus, eine Realverfilmung. Deswegen, also ich kann nur über X-Men Dark Phoenix was sagen. Da kann ich auch was sagen, ja, den kann ich sogar verteidigen. Ja. Ey, fand ich super gut, kam genau im richtigen Moment, wo mich diese ganze Marvel-Konzeption, die ging mir einfach so auf den Sack, dass ich mich gefreut habe, endlich wieder einen Film zu sehen, wo man die Auswirkungen von Superkräften sieht. Also wenn da halt einer aufs Maul kriegt von einer, die halt schnell rennen kann, die fliegen kann, was weiß ich, dann bleibt der Typ liegen. So, und dann ist das erledigt. Die prügeln sich nicht tausend und Minuten lang, obwohl die eigentlich Superkräfte haben sollten. Ich fand den schön geerdet. Klar, Bösewichten kannst du komplett vergessen, einfach uninteressant. Sophie Turner wird in ihrem Leben nicht mal mehr im Ansatz schauspielern können. Die geht mir so auf den Sack mit ihrer immer selben Fresse. Ja, da wird ein bisschen halt das 1x1 abgespielt. Ich muss aber sagen, ich fand den als Abwechslung zu den ganzen Einheitsbrei von DC und Marvel einfach sehr angenehm.
Da gehe ich mit. Also ich finde vor allem effekttechnisch bietet das Finale von der X-Men-Reihe ganz ehrlich, also da muss ich Endgame schon warm anziehen. Also die Hubschrauber-Action, die Zug-Action, großartig dann Michael Fassbender. Ich will einen Solo-Film mit ihm als Magneto. Ich liebe diesen Schauspieler und bin da ein ganz großer Fan. Der hat eine Präsenz. Und James McAvoy, der zwar nicht so viel zu tun hat diesmal, aber auch den mag ich sehr, sehr gern. Du hast es schon erwähnt, also Sophie Turner ist schon ein Schwachpunkt, gebe ich auch zu. Mein Gott, immer ihr Bedeutung Schwangeres ins Nichts starren. Das ist ein kleiner Schwachpunkt, aber ich war auch positiv überrascht. Der ist ja so untergegangen. Der wurde teilweise so verrissen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und der hat auch wirklich ein paar schöne emotionale Momente. Deswegen, ja. Hey, wenn ihr X-Men mögt, schaut auch den an. Der ist deutlich besser als Apocalypse. Das war so mein Problem, was ich mit dem Teil hatte. Also ich würde Dark Phoenix jetzt nicht so abfeiern, ehrlich gesagt. Ich fand auch, wie ihr schon gesagt habt, der ist auf jeden Fall, also ich fand halt Apocalypse unterirdisch. Die Trailer, ganz ehrlich, die hätte man auch geiler machen können. Ich glaube, dass viele auch gar keinen Bock nach Apocalypse hatten auf diese, so ging es mir jedenfalls, Jean Grey, also Sophie Turner, bin ich ganz bei euch. Ich kann diese Frau nicht sehen, das ist für mich ein rothaariges Tuch. Und der war gut. Aber nicht nur sie, sondern tatsächlich auch ihre Rolle, Jean Grey, ist für mich so mit Abstand der uninteressanteste X-Men von allen. Ja. Das war schon bei den alten Teilen so. Ich kann dieser Figur nichts abgewinnen und ich finde die todlangweilig. Oh, alles schon 100-mal gesehen. Ey. Dann hatte der aber auch so seine, also das Ende hattet ihr ja schon erwähnt, fand ich auch super geil. Und es gibt also einen Moment, wo man quasi so auf das Gelände von Magnetos Crew kommt. Das ist ein richtig geiler Moment. Das ist wieder richtig bedrohlich und das ist so, das wollte ich eigentlich auch so sehen bei Apocalypse, beziehungsweise Michael Fassbender als Magneto ist einfach so eine Konstante in diesem ganzen Franchise gewesen. Wenn der auftaucht, dann geht's einfach rund. Und da, das hat sich so spannungsaufgeladen. Das fand ich richtig geil in dem Film. Und damit hat er sich praktisch ja schon von Apocalypse abgehoben. Ich habe nur irgendwie so empfunden, der musste auch extrem viel Müll von Apocalypse noch so aufräumen. Also extrem viele kleine Figuren, extrem viele Nebengeschichte. Hier und da muss einer aussortiert werden. Also der war auch noch nicht ganz homogen, aber ich würde fast sagen, das kann man den Drehbuchschreibern von dem Film selber gar nicht vorwerfen, sondern da musste viel aufgeräumt werden von dem, was vorher so passiert ist. Ja. Khalil, gesehen? Nee, tatsächlich habe ich einen Bogen um den gemacht, weil ich schon den letzten so okay fand und die Trailer haben mich jetzt auch nicht so angemacht. Also er steht noch auf meiner Anschauliste. Also ich habe auch jetzt inzwischen durchaus gute Sachen über ihn gehört. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal eine Chance. Aber ist halt, ich bin satt von den Superheldenfilmen einfach. Naja, dann freut dich doch jetzt der Anfang vom nächsten Monat. Dann hast du nämlich Man in Black 4. Ist doch geil. Den muss ich auch gleich sagen, habe ich nicht gesehen, weil ich bin rausgegangen. Sehr gut. Hätte ich mal auch machen sollen. Also Man in Black genau halt gesehen. Ansonsten gab es noch den relativen Erfolgsfilm Bailey, ein Hund kehrt zurück mit Dennis Quaid. Und von Jim Jarmusch hat einen Zombie-Film gemacht. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie der mich interessiert. The Dead Don't Die. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf dem Planeten, der sich nicht ins Höschen macht und die Achsel nass werden lässt, wenn Bill Murray draufsteht. Adam Driver spielt mit. Könnte der einzige Grund sein, warum ich irgendwann mal einschalte. Ich bin auch Jim Jarmusch, finde ich. Das ist so Azi-Fazi-Indie-Scheiße. Ja, ey, es gibt manchmal, es wird halt oft hochgelobt, weil viele es hochloben, weil irgendwann mal eine Gruppe gesagt hat, oh, ist was ganz Tolles, mal was anderes. Dabei sind 9 von 10 Filme einfach, die machst du an und du langweilst dich halt einfach nur. Nur weil es anders ist, ist es nicht gleich geil. Der hat auch gute Sachen gemacht, will ich gar nicht sagen, aber die Zeit ist doch vorbei von ihm. Hat ihn ein... Mein Auge. Aber ich muss dir leider bei The Dead Don't Die recht geben, der ist echt scheiße. Also ich war echt, ich hatte ja die ganze Hoffnung, weil Christoph den scheiße fand, habe ich ja Christoph gefragt, ob er Jarmusch normalerweise mag, weil Christoph und ich, wir haben nicht immer denselben Geschmack, aber scheiße, er mag Jarmusch. Und da habe ich so gemeint, sein Lieblingsding, Ghost Dog, und es ist auch so mein Lieblings-Jarmusch. Oh, Ghost Dog ist aber auch geil. Ja, und weißt du, da habe ich gedacht, okay, wenn, also The Dead Don't Die, ich mag das Arzi-Fazi an ihm sehr. Und The Lovers Left Alive fand ich einen großartigen Vampirfilm. Scheiße, den hat er ja auch gemacht. Okay, der war auch gut. Ja, und deswegen hatte ich die Hoffnung, okay, Zombie, aber der muss echt so kacke sein. Ich glaube, den haben wir in einem Roundup besprochen, das war echt nicht gut. Ich habe ihn gesehen und ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ich glaube, ich habe jetzt auch meine... vor Juli tatsächlich meine Top 5 der beschissensten Filme des Jahres zusammen. Also dieser Io, Friedhof der Kuscheltiere, The Silence und dann kommt echt The Dead Don't Die. Den fand ich so unterirdisch mies und mir geht's da so ein bisschen wie Tom. Jim Jarmusch ist für mich auch, mir ist scheißegal, wer Jim Jarmusch ist, ehrlich gesagt. Ich feiere den gar nicht. Also der hat 2 gute Filme gemacht, deswegen muss The Dead Don't Die aber nicht irgendwie geil werden. Und ich kriege auch schon immer zu viel, wenn ich Tilda Swinton lese. Und genau wie bei Bill Murray, das sind so, oh, Bill Murray und Tilda Swinton spielen mit.
gucke ich. So habe ich gar nicht das Gefühl. Die schrecken mich eher ab. Und bei Adam Driver, ich bin ja froh, dass er wenigstens parallel noch Star Wars und Marriage Story und so gemacht hat. Da hatte ich teilweise auch schon die Angst, dass man den in diese Richtung drücken wird. So dass alles, was Adam Driver macht, irgendwie geil wird. Den mag ich. Aber im Marketing wird dieser Name auch ganz gerne verwendet mittlerweile, um so einen Film als besonders darzustellen. Und irgendwie, ich war ja auch selber davon, also ich habe ihn mir ja dann auch angeguckt und hatte viel erwartet, habe aber auch erschreckend wenig bekommen. Also der ganze Film ist eine einzige Valium-Tablette. Cool. Aber es passt doch, todmüde Untote, naja. Du weißt gar nicht, wer da die Zombies sind, ganz ehrlich. Die Drehbuchautoren, die Schauspieler, ich weiß es nicht. Das war doch gewollt, er wollte... Ja, da ist wie eine Metaebene drin. Ja, genau. Oh, ich sehe gerade, ein Film ist noch gestartet. Kim hat einen Penis. Das ist auch nicht schlecht. Ja, hast du mir vorweggenommen. Ich habe eben noch die Filmtitel angekündigt. Ah, sorry. Das ist mein Platz 2. Aber Man in Black International, ey, was für eine vertane Chance, oder? Ich finde, dieses Franchise könnte echt was bieten. Und dann kommen die mit dieser Scheiße um die Ecke. Also der Film ist ja, der ist ja nicht mal mittelmäßig. Der ist halt wirklich scheiße. Und es tut mir leid, dass Tessa Thompson sich da durchkämpfen muss, weil die ist eigentlich super toll, die ist drollig, die hat das richtige Maß an Geekness an sich, der man das auch abkauft. Aber meine Fresse, was war denn das? Hat den einer von euch gesehen? Ich glaube, den hatten wir mal auch in einem Roundup richtig weggehatet, den Film. Sehr gut. Muss ein guter Tag gewesen sein. Da sind Robbenbabys geboren worden, als wir Man in Black gehatet haben. Ja, manchmal ist Juni auch April, ey. Ey, das ist mein Leitspruch, den haue ich mir irgendwie auf die Kappe oder so. Ey, manchmal ist Juni auch April, ey. Ja, ist doch so, ey. Das war auch so ein richtig schwacher Monat, ey. Halleluja. Godzilla, Man in Black, Dark Phoenix, ey, da musste man schon einiges schlucken. Siehst du, ey, ist doch schön, dass in der nächsten Woche der erste Titel Achtung heißt. Da kam raus, welche habe ich gesehen oder sind erwähnenswert. Also Longshot habe ich leider nicht gesehen. Da kann Florian gleich eine positive Triade loslassen. Brightburn habe ich noch gesehen. Tolkien kam noch raus, wo viele gehofft haben, dass das was wird. Ja, dann gerne Longshot, lieber Florian. Longshot, ja, Komödie mit Seth Rogen und Charlize Theron. Ich hatte am Anfang eigentlich nicht so viel erwartet, habe mir die Trailer angeschaut, die waren okay. Trotzdem, die beiden als Liebespaar, sie ist eine Außenministerin, er ist ein idealistischer Journalist. Sie sieht wunderschön aus, er sieht aus, wie er aussieht. also eigentlich ein Mismatch auf den ersten Blick und da habe ich mir nicht so viel erwartet. Dann schaue ich mir den vor 2-3 Tagen an, weil Amazon ihn für 99 Cent angeboten hat und bin echt hin und weg von dem Scheiß. Also echt intelligent, witzig und sehr, sehr unterhaltsam ist der Film. Und auch entgegen meiner Erwartung harmoniert das vermeintliche Mismatch Charlize Theron und Seth Rogen hervorragend miteinander. Es ist echt klasse. Die versprühen ungemein viel Charme und dazu werden auch unbequeme Fragen gestellt. Na, es geht natürlich auch um Politik, weil sie ist Außenministerin und er eben ein Idealist. Sagt, warum machst du das nicht? Du hattest doch den Traum von einem grünen Planeten. Warum tust du Kompromisse eingehen? Solche Sachen werden da auch gestellt, solche Fragen. Und die Botschaft an sich ist auch schön. Longshot ist am Ende für mich, ich denke, die beste Komödie des Jahres. Good Boys habe ich aber noch nicht gesehen. Ist für mich tatsächlich auch die beste Komödie des Jahres. Die wichtigste Frage, Entschuldigung, für mich, weil die brennt mir mal auf den Lippen. Wie oft hört man Seth Rogen lachen? Weniger. Also ich finde, er ist in der Richtung zurückgefahren. Vielleicht am Anfang zusammen mit seinem Kumpel, ich sage immer Ice Cubes Sohn, ich weiß nicht, wie er heißt. Ne? Aber O'Shea Jackson. Hey, yeah. Ja, O'Shea Jackson. Ja. Okay, ja, den meine ich. Der schaut aus wie Ice Cube, 1:1. da gibt es so die ein oder andere, aber sonst finde ich, vor allem auch die Liebesgeschichte zwischen den beiden, die wächst zusammen und die funktioniert. Vielleicht, sage ich mal, begibt sich Charlize Theron eine Stufe runter zu ihm. Mag vielleicht sein, dass das dann funktioniert, aber das ist echt toll und der Roxette-Song, ich meine, die Sängerin ist ja erst vor ein paar Wochen gestorben, der ist auch super von Pretty Woman. Wie heißt der? If Must You Be Love? Oder so. It Must Be Love. Du bist aber schon gut in meiner Altersklasse, Florian, ne? Ja. Ich stimme Flo da in allen Punkten zu. Eine Sache zu Charlize Theron. Es gibt ja immer bei jedem Film praktisch, der rauskommt, dann durchlaufen ja alle so ihre PR-Shows. Dann sind die ja in allen möglichen Talkshows, auf allen möglichen YouTube-Channels und so. Und die beiden sind tatsächlich auch relativ oft zusammen überall gewesen. Und wenn man sich da mal durchgeklickt hat, wo die überall waren, bei welcher Promosendung das auch immer war, die haben eine extrem geile Chemie untereinander, Seth Rogen und Charlize Theron. Und man darf Charlize Theron, nur weil sie Model ist und meistens eher so eine ernstere Dame optisch darstellt, sagen.
mal. Ist auch gerne Trottel. Die hat ne? einen arschgeilen schwarzen Humor, einen richtig bösen Humor. Ich weiß gar nicht, in den Shows kommt sie mir manchmal mehr high vor als Seth Rogen. Und wenn man das so weiß und dann den Film auch guckt, dann versteht man auch, warum die beiden überhaupt diesen Film zusammen machen. Die haben einfach eine extrem geile Chemie. Und da ich selber auch mich als idealistischen Journalist bezeichnen würde, allein schon vom Studium her und so weiter, kann ich auch super geil nachempfinden, was die in dem Film so satirisch darstellen. Und auch die Figur von Seth Rogen finde ich super cool dargestellt. Ich habe diesen Film richtig lieb gewonnen. Also der ist richtig sympathisch. Ja, cool, habe ich Bock drauf. Bei mir ist es halt bloß, ich habe ein Problem mit Seth Rogen. Wirklich, ich krieg Ohrenbluten, wenn ich den Menschen lachen höre. Der hat so eine ganz eklige Lache. Erstickt der gerade? So, ich finde es ganz schlimm. Ich finde es ganz peinlich, dass mich das überhaupt so stört. Aber es ist so jedes Mal, wenn ich einen Film gucke mit ihm und dann kommt seine Lache, weil er so oft auch lacht, halt wie so ein Kiffer immer. Aber Charlize Theron, die fand ich ja schon... Nee, ich sage jetzt nichts Falsches. Ja, ne, ich fand die halt nie hot. Also deswegen verstehe ich den Unterschied. Also ich finde die halt super cool, die Frau. Weil ich auch öfter schon in Interviews klick mich da ja auch immer so durch. Hab schon mitgekriegt, ey, die ist eigentlich auch mega drauf, die Frau. Und hat Glück, dass die meisten sie halt gerne als optisches Gimmick einsetzen, bevor sie halt zeigen konnte, dass sie auch was kann. Aber einzige Film ist halt bei Fury Road, Mad Max. Da habe ich dann auch gedacht, oh, okay. Cool. Deswegen für mich, also rein optisch für mein Verständnis, ist da dieser große Unterschied gar nicht so sehr da. Aber trotzdem, ich freue mich mega drauf, den zu sehen, weil jetzt so viele richtige Leute schon, hört die richtigen Leute, schon sagen, wie gut und geil der sein soll. Und allein, ich finde ja schon lustig, allein wie inszeniert ist, wie er die Treppe runterfällt im Trailer. Da sage ich schon, okay, wer ist richtig inszeniert, dass jemand lustig die Treppe runterfällt, kann nur ein guter Film sein. Von daher, Brightburn haben wir, glaube ich, schon viel drüber geredet in einem anderen Podcast. Fand ich ganz gut. Elizabeth Banks geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich fand den auch gut. Also für einen kleinen Horrorfilm mit Superheldenanleihen fand ich den wirklich ziemlich gut. Jo. Hat mir Spaß gemacht. Ja, der genau, hat mir auch gut gefallen. Genau, richtig, der macht Spaß. Man denkt nicht drüber nach. Finde das Universe ganz cool, was er zum Ende hin aufbauen will. Freue ich mich drauf, wenn da irgendwann was Neues kommt. Und ein großer Punkt, dass der Bösewicht, der Sohn, halt wirklich ein Arschloch ist. Der ist nicht so dieses Kommerz-Arschloch, oh, der macht eigentlich böse, aber er hat eigentlich auch eine gute Seele. Mann, nein, hat er es nicht. Das ist ein kleines Wichserkind. Fertig aus. Deswegen liebe ich auch das Ende so, dieses apokalyptische Ende. Und dann gehen die so in die Credits über mit Bad Guy von Billie Eilish so. So richtig trashig. Aber ich habe das geliebt in dem Moment. Was ich nicht geliebt hat oder nicht liebe, ist Nicholas Holt in der Hauptrolle. Immer ein Grund, warum ich mir einen Film nicht angucke. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendeine komische Antipathie gegen ihn in Hauptrollen. Der gibt mir irgendwie so richtig gar nichts. Und Tolkien hätte mich eigentlich interessieren können, aber die Kritiken und die Trailer waren alle ziemliche Rotze. Und Lily Collins, wieder so ein süßes Ding, Tochter von Phil Collins, die ist ziemlich cool. Spieglein, Spieglein, coole Schneewittchen-Variante, sollte man erwähnt haben. Habe ich hier mitgemacht. Interessiert sich irgendeiner für den Film? Nope. Also jetzt wird sowieso ziemlich düster bei mir, muss ich ganz offen sagen. Dann kommen wir schon letzte Juniwoche. Hey, Pets 2 brauchen wir nicht erwähnen. Quatsch. Aber Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, auf den ich sehr gespannt bin, ist Peter Jacksons They Shall Not Grow Old. Hat den einer gesehen? Ah, das ist der Kriegsfilm, wo er die Dings... Die Doku über den Ersten Weltkrieg, die er eingefärbt hat. Die wollte ich auch unbedingt sehen. Nee, aber ich habe auch nur Gutes eigentlich drüber gehört. Also auf den habe ich auch echt Bock. Einzige, was mich jetzt so ein bisschen, oh, so richtig unter den Fingern hat, wo ich einfach nur so ein halbes Kotzen kriege, so das Stück hängt schon im Hals, dass er digital in die Bilder zusätzliche Panzer und so eingefügt hat. Und da sage ich mir, what? Also da hört es ja bei mir eigentlich komplett auf. Deswegen habe ich den auch bisher nicht geguckt. Ich will den eigentlich unbedingt sehen, weil ich sehen will, okay, wie ist das gelungen, das Projekt vom Handwerklichen, aber oh, da tut's weh, wenn ich sowas höre. So, warum? Also er hat einfach so die ganze Kriegsmaschinerie, wenn halt nur 10 Panzer waren, hat er halt 50 draus gemacht und solche Geschichten. Sehr ungeil. Ja, Originalmaterial würde ich jetzt nicht verändern wollen. Das finde ich jetzt ein Kacke, ehrlich gesagt. Habe ich nur nicht gelesen und ist für mich auch ein No-Go und darum schaue ich den Film auch nicht. Oder die Doku. Wäre für mich auch ein Grund, den dann einfach sein zu lassen. Also als ich das gelesen habe, ich gedacht, ey Leute, da habe ich noch dran gedacht, da haben sie bei Kino Plus auch drüber geredet und in einem Podcast von einem anderen habe ich das auch nochmal gehört oder was, Kino Plus, ich weiß gar nicht. Aber habe es jetzt aus 2 Podcasts auch mitgenommen und wollte mir da nochmal reinlesen und dass okay. Auch Explosionen wohl digital so ein bisschen vergrößert wurden und sowas. Jetzt bin ich raus. Also ich habe es tatsächlich nicht gelesen gehabt, also wusste ich nicht. Also aber das schreckt mich jetzt schon ziemlich ab. Ja, also ich weiß auch nicht, in welchem Maßstab
ob es jetzt, keine Ahnung, nur in 5 Minuten gemacht wurde oder so, aber es könnte für mich in einer Szene nur sein und ich würde den Film nicht mehr gucken. Aber ja, also, ja, somit haben wir das erste halbe geile Kinojahr hinter uns gebracht. Ey, und ich muss tatsächlich sagen, meine Meinung revidiert sich nicht. Es war bis dahin ziemlich enttäuschend. Das klingt jetzt alles schon wieder kacke, aber es war halt, ich fand kein gutes Jahr bis dahin. Nee. Ja. Also ich hatte ja gesagt, ich sehe es ein positives Jahr, aber die zweite Hälfte haben wir ja noch nicht besprochen und da gibt es Kino und Streaming ja brutalst Gas, Leute. Also da sind schon die großen Titel. Ich habe jetzt auch nochmal in meinen Top 10 geschaut. Da sind dann doch überwiegend die großen Titel dann drin. Echt? Ich überfliege gerade mal die nächsten Wochen und okay, da kommt schon der erste Monat. Allein sieht jetzt drei schon Netflix-Filme. Als, ja. Auch kinomäßig, okay. Die liefen ja im Kino, also Irishman und Marriage Story sind ja Kinofilme, kurzzeitig gewesen. Und ich muss jetzt auch sagen, so in dem ersten Halbjahr, ich rechne halt Upgrade dazu, ist für mich ein echtes Highlight. Green Book war ein Highlight, Rocketman war ein Highlight, John Wick 3 war gut. Also es gab schon welche. Mit 90s, wie gesagt. Ja, es gab schon ein paar. Also vielleicht kommt es jetzt auch zu negativ rüber, ich weiß es nicht. Ich habe nicht so viel gesehen wie ihr, deswegen, ich habe nur die guten Titel gesehen. Ne? Ich gucke gerade durch die Liste, Leaving Neverland lief nie im Kino, richtig? Diese Doku über Michael Jackson. Die wurde nämlich auch im ersten Halbjahr noch veröffentlicht. Immer noch nicht gesehen, ey. Ja. Nee, auch nicht. Als Riesen-Jackson-Fan tue ich mich schwer, sie anzuschauen. Aber gut. Okay, ist aber verständlich. Es lief noch ein geiler Thriller auf Netflix tatsächlich. Ich fand diesen Triple Frontier ganz geil. Mit Ben Affleck. War auch gut, fand ich gut. Also jetzt nichts Überragendes, aber hey, vom Action-Kino her war einer der Top-5-Filme wahrscheinlich im ersten halben Jahr. Und was man nicht vergessen darf, wenn man schon bei Streaming ist, sollte man auch, finde ich, die beste Fernsehserie dieses Jahr erwähnen. Die kam auch im ersten halben Jahr. Chernobyl. Oh ja. Also, oh ja. Ja, da hast du recht. Also das war wirklich, wir sprechen ja mehr über Kino-Releases oder Filme, aber Chernobyl kann man vielleicht so reinrutschen lassen, weil es ist ja nur eine Miniserie, aber die lässt sich wirklich nicht los. Also ist tatsächlich auch, ich poste auf Facebook ja immer so alle 3-4 Wochen mal so meine Charts und eine Zeit lang habe ich da Serien mit reingenommen und ich glaube, würde ich das jetzt wieder übereinander legen, so schablonmäßig, ich glaube, dann wäre Chernobyl generell meine absolute Nummer 1 für dieses Jahr. Also ich habe selten was Perfekteres gesehen. Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Ja. 10 von 10. Also klar, Meisterwerk. Ja. Also hab's auch schon zweimal geschaut und unglaubliches Ding. Ja. Okay, und noch nicht gesehen. Wow, wirklich anschauen. Also das ist wirklich unfassbar deprimierend auch. Ja, cool. Nee, also interessiert mich auch total. Ist bloß bei mir wieder mit, hab halt kein Wo läuft das Sky? Und blind kaufe ich, Amazon, aber nicht Amazon Prime, ne? Nee. Aber das ist ein Blindkaufwert, wirklich. Scheibe gibt's ja für 15 Euro teilweise, also. Ja, nee, ist mir zu teuer. Mit deinem Berliner Preis. Okay, wir sind durch. Ja, es war ja wie zu erwarten, hat das jetzt alles ein bisschen länger gedauert. Wir hatten ja am Anfang so mit 2 kleinen süßen Stündchen gerechnet. War natürlich total ein Traumgebilde. Von daher könnt ihr euch freuen oder ärgern, je nachdem, ob ihr es lieber lang oder kurz wollt. Und dann machen wir das Ganze jetzt in 2 Teile. Der zweite Teil kommt dann jetzt ein paar Tage später und wird dann wahrscheinlich wieder genauso lang gedauert. Vielleicht sogar ein Ticken länger, weil die besseren Filme kommen eindeutig in der zweiten Hälfte. Und da wollen wir doch bestimmt mal hier und da ein paar Brocken reinkotzen in eure Ohren. Wenn das nicht zuckersüß von uns ist, dann weiß ich auch nicht. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Arrivederci, wie der Japaner immer sagt. Und ich wünsche euch was. Macht's gut, ciao. Servus. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.